Magic und diesmal ist es eine ganz besondere Runde Magic sogar. Denn zum einen haben wir natürlich einen Gast bei uns, der Domo und mich unterstützt, der auch viel mehr Ahnung hat von dem, was wir heute treiben. Zum anderen geht es aber um ein Multiplayer-Format und das nennt sich Commander. Es gehört zu den beliebtesten Formaten überhaupt bei Magic. Und das bedeutet, wir sitzen hier eigentlich nicht zu zweit. Man kann es auch zu zweit spielen, aber wir sitzen natürlich nicht zu zweit hier, sondern in diesem Fall zu dritt. Und ihr seht es schon vor uns aufgebaut, die 3 von 4 Commander-Sets, die heute erscheinen, beziehungsweise erschienen sind. Und ja, bei 3 Spielern haben wir 3 Stück mitgebracht. Und die sind ganz unterschiedlich. Es ist dieses Jahr so, dass jedes Commander-Deck eine bestimmte Mechanik im Fokus hat, die wir euch gleich nochmal kurz vorstellen werden. Und dann wollen wir im Grunde auch gleich losspielen. Falls ihr Fragen habt, stellt die gerne in den Chat. Wir versuchen sie zu beantworten. Die Betonung liegt auf Versuchen, weil zumindest Domo und ich extrem wenig Ahnung von Magic haben. Wir spielen es sehr gerne, aber nicht gut und vor allem haben wir wenig Ahnung. Da kommt Philipp ins Spiel. Philipp ist nämlich alter Commander-Veteran und wird uns heute so ein bisschen auf den richtigen Weg bringen. Und ich würde sagen, an der Stelle stellen wir auch gleich das vor, was wir hier mitgebracht haben. Ich glaube, ich habe das blaue Deck hier. Und das nennt sich Gesichtslose Bedrohung oder Faceless Menace auf Englisch und bedient die Mechanik Morph. Das ist eine Mechanik, die relativ alt ist. Die gab es schon mal vor ein paar Jahren, vor einigen Jahren. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass bei Morph die Karten verdeckt ausgespielt werden und bis zum Aktivieren durch ihre Morph-Kosten als 2/2er-Kreaturen gelten. So ist es. Das heißt also, man weiß eigentlich nie, was derjenige ausgespielt hat. Blöd ist natürlich, wenn sie sterben, weil dann kann es sein, dass da eigentlich eine viel stärkere Karte, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass da eine stärkere Karte drunter lag. Vielleicht sogar irgendwie ein Spontanzauber oder sowas, also was eigentlich keine Kreatur ist, die eigentlich getötet werden könnte. Ja, dann ist sie natürlich tot. Das heißt, so ganz sicher bin ich mir noch nicht, ob ich die richtige Wahl getroffen habe, aber das Konzept von verdeckten Karten und damit so ein bisschen Verwirrung zu stiften, das gefiel mir ganz gut. Wir haben hier extra für euch heute so eine kleine Cam, damit wir euch auch erklären können, worum es geht. Hier seht ihr zum Beispiel meinen Commander, Katina heißt die. Und wir müssen ganz kurz erklären, glaube ich, was die Besonderheit vom Commander-Format ist. Vielleicht machst du das kurz, Philipp, als Kenner. Ja, also beim Commander-Format erstmal, ich bin Kenner, ich bin aber lange noch kein Pro. Ne? Aber so grundsätzlich, wir müssen mal die Kirche ins Dorf zurückholen. Aber beim Commander ist es tatsächlich so, der Commander, der ist nicht auf der Hand, sondern liegt die ganze Zeit in einer sogenannten Command-Zone und von dort kann man ihn casten zu den Farben und den Kosten, die oben draufstehen. Und dann ist er im Spielfeld. Das ist also eine Karte, die man eigentlich immer zur Verfügung hat, mit der Besonderheit, dass wenn er stirbt, dann geht er in die Command-Zone zurück und bekommt einen Experience-Counter, eine Erfahrungsmarke. Und die sorgt dafür, dass er beim nächsten Mal, wenn man ihn casten möchte, wiederum 2 farblose Mana teurer ist. Das heißt, je öfter so ein Commander gestorben ist, desto teurer wird er und irgendwann kann man ihn dann halt kaum mehr spielen. Man kann, wenn ein Commander stirbt, halt den entweder in den Friedhof gehen lassen, wenn man zum Beispiel irgendwas hat, um ihn aus dem Friedhof schnell wiederzuholen, oder man kann sich aussuchen, dass er in die Command-Zone geht. Das heißt, man kriegt einen Commander eigentlich auch nie so richtig weg, sondern im Zweifel landet er immer in der Command-Zone, wird aber dadurch sehr, sehr viel teurer und ist halt so eine Karte, die Synergien des Decks so gut bündelt, dass wenn der da ist, man einen riesengroßen Vorteil davon hat. Okay. Eine weitere Besonderheit ist, glaube ich, dass man eben nicht wie beim normalen Magic 60 Karten hat oder je nach Format auch 40, sondern genau 100 Karten. Mit dem Commander. Also im Prinzip 99 Karten plus Commander. Okay, gut. Ansonsten Multiplayer statt Duell, ganz klassisch. Ja. Was gibt es noch an Besonderheiten? Die Mulligan-Regel ist beim Commander ein bisschen anders als in den anderen Formaten. Nun weiß ich nicht, wie sie in den anderen Formaten ist und da ich sonst nur Küchentisch spiele und wir da auch manchmal das so ganz coole eigene Regeln haben. Ihr seht das ja schon an diesem edlen Tischbezug. Wir sitzen ja auch gerade am Küchentisch. Nee, Küchentisch zur Erklärung ist, das ist so ein bisschen lockerer, nicht ganz so hart an die Regeln gebunden. Genau. Da kann man auch mal, also man würde bei jedem anderen Brettspiel sagen, das sind die Hausregeln, die dort auch zum Tragen kommen. Mhm. Beim normalen Magic, beim Standard Magic ist es so, es gibt den London Mulligan aktuell. Das heißt also, ihr könnt euch entscheiden, wenn die 7 Karten, die ihr gezogen habt, nicht zu euch passen, dass ihr die Karten nochmal ablegt, neue 7 Karten zieht. Dafür müsst ihr aber eine Karte dann anschließend auswählen, die unter das Deck kommt. Genau, und den London Mulligan spielen wir am Küchentisch im Commander auch. Das passt also. Okay. Genau.
Und ansonsten ist es bei Multiplayer einfach schwierig, weil man zwei Gegner hat und nicht nur einen. Richtig. Das Schöne ist, taktieren ist ausdrücklich erlaubt. Das heißt, also, es können sich zwei Spieler auch verbünden gegen einen Spieler zum Beispiel. Ich nehme mal an, Dome, das wird auf uns zukommen, wenn wir heute gegen Philipp spielen müssen. grundsätzlich ist das völlig legitim, aber es ist natürlich auch so, am Ende kann nur einer gewinnen. Genau. Und die Frage ist, die Freundschaft auch. Genau, die Frage ist noch, wie wir es hier spielen wollen. Also bei uns, also am Küchentisch ist es so, wenn einer einen totgeschlagen hat, dann hat derjenige, der den anderen totgeschlagen hat, gewonnen. Weil sonst könnte es passieren, dass einer nur noch zuguckt und das Spiel dauert noch eine Dreiviertelstunde. So, ja. Ne? Wir können es hier auch so machen, dass wenn nur noch einer übrig ist, dass der dann gewonnen hat. Dann ist es am Ende hin... Bei drei Spielern ist es, glaube ich... Es ist dann okay, ein bisschen komplizierter am Ende, weil man natürlich dann nicht mit einem reingeht, wenn man weiß, der Nächste schlägt mich dann tot, wenn ich den totschlage und so. Also das kann schon spannend werden. Okay, dann würde ich sagen, machen wir es ganz klassisch. Der Letzte gewinnt, oder? Machen wir so. Okay. Alles klar. Gut, also nochmal zu meinem Deck. Wie gesagt, die Farben sind schwarz, grün, blau. Ich spiele die Morph-Mechanik. Und nochmal, um auf meinen Commander zurückzukommen, das ist sozusagen, also es gibt noch zwei weitere mögliche Commander direkt in diesem Set drin. Übrigens, vielen Dank auch an unseren lokalen Händler des Vertrauens, Comic Culture in Braunschweig. Schönen Gruß auf jeden Fall. Wenn ihr nicht hier an dem Tisch sitzt, spielt ihr natürlich auch bei Comic Culture in Braunschweig, das ist doch ganz klar. Nein, die Atmosphäre dort ist wirklich toll. Ich weiß es auch von Leuten, die dort zum ersten Mal waren, die aus Hannover kommen zum Beispiel, die sagen, die Atmosphäre ist sehr herzlich, sehr gemütlich. Da könnt ihr also gerne vorbeikommen und findet auch Leute, die mit euch Commander spielen. Commander ist da sehr weit verbreitet in jedem Fall. Sehr schöner Laden. Also wenn ihr Karten kauft, kauft sie da. Kauft sie nicht bei Karstadt, bestellt sie nicht irgendwo beim Online-Händler, sondern geht tatsächlich, das ist ein Laden, wo noch einer selber drinsteht und das ist so, der dahinter steht, das ist so seins und der steht auch dahinter. Da kriegt ihr eine Menge Karten auch, die es schon lange nicht mehr gibt und so. Da gibt es nicht nur Booster, sondern ihr könnt auch Karten eintauschen. Also das ist ein Besuch wert. Das in jedem Fall und vor allem, wer preisbewusst ist, er macht auch gute Preise. Also ihr müsst nicht immer im Internet kaufen, weil letztendlich spielt wahrscheinlich eher dort vor Ort. Ihr könnt einfach nicht bei Amazon oder bei Karstadt am Freitagabend Magic spielen. Genau dafür sind diese Läden eben da und auch deswegen besonders wichtig. Also guckt mal bei Comic Culture in Braunschweig vorbei. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall. Und wenn ihr nur zum Besuchen da seid, bestellt schöne Grüße von Snell TV. Also der Commander, den ich jetzt ausgewählt habe aus diesem Set, ist eben Kedina. Und diese Morph-Mechanik wird dadurch unterstützt. Ihre Fähigkeiten sind nämlich, vielleicht können wir das nochmal in die Kamera schalten, Tim. Die Karte, genau. Der erste verdeckte Kreaturenzauber, den du pro Zug wirkst, kostet beim Wirken 3 weniger. Also, wie gesagt, verdeckte Kreaturenzauber, sprich Morph im Grunde. Wir drehen die Karte um, nur ich weiß, was da drunter ist. Und immer wenn eine verdeckte Kreatur unter deine Kontrolle ins Spiel kommt, ziehe eine Karte. Also im Grunde, wenn ich das richtig verstehe, kann ich den ersten immer 3 günstiger machen und kriege noch eine Karte oben drauf. Mhm, genau. Also es ist cool. Halt, es ist bei den Morph-Kreaturen, wenn ich mich recht entsinne, so, dass da im Prinzip zweimal Kosten draufstehen. Einmal stehen oben Kosten und dann stehen unten im Text nochmal Kosten und die unten im Text sind die Morph-Kosten und die sind 3 günstiger. Beziehungsweise, die oben sind günstiger und die unten musst du dann zusätzlich zahlen, um die Karte aus dem Morph-Zustand aufzudecken. Genau. Die Karten muss ich nicht aufdecken, die kann ich aber jederzeit immer angucken. Mhm. Also ich kann mir die nochmal ins Gedächtnis rufen. Ja, schade, das wäre interessant, wenn du dann so 9 verdeckte Karten hast und dann siehst du, hier ist schon nochmal die Schnarke. Ja, genau. Dann nehme ich die hier und dann stellst du hier raus, ach verdammt, das war die 1-1-Karte. Tatsächlich ist es wohl auch so, dass man genau darauf achten muss als Morph-Spieler, dass die Kartenpositionen sich nicht ändern, also wenig anfangen, Verwirrung zu stiften absichtlich. Das ist wohl ziemlich detailliert, also in Turnieren und sowas ist das wohl ein richtiges Reizthema. Das ist mein Deck. Gesichtslose Bedrohung nennt sich das und das spiele ich. So, Lohme, was spielst du? Ich spiele dieses hier und das nennt sich Gnadenloser Zorn. Und jetzt packe ich auch mal meinen Commander hier rein. Und zwar sagt die Karte aus, dass ich die tappen kann, also das heißt dann dieses Umdrehen, und eine Karte abwerfen kann und parallel dazu eine neue Karte ziehe. Und immer wenn du eine Karte abwirfst und falls sie Wahnsinn Hand enttappe Anja Falkenrad, also das ist dieser Commander. Hey, vielleicht können wir die mal zeigen, Regie. Einmal auch einen schönen Gruß an Tim, der das heute zum ersten Mal macht. Also insofern vielen Dank, dass du das machst heute. Genau, da seht ihr das jetzt nochmal. Genau, das ist die Karte. Und viele meiner Karten haben dann halt diese Mechanik, die nennt sich Wahnsinn. Und dort steht dann zahle Mana-Preis XY und dann kommt nochmal ein spezieller Effekt.
zu tragen. Das heißt, diese Karte, die dann abgeworfen wird, würde eigentlich ins Exil wandern. Ich kann dann aber diesen zusätzlichen Preis bezahlen und dann diesen Effekt ausspielen. Oder zum Beispiel die Karte ins Spiel bringen. Okay, cool. Und vor allem, was sicherlich vielen gut gefällt, es scheint sich um ein Vampir-Deck zu handeln. Genau. Und die sind ja grundsätzlich sowieso ziemlich beliebt, glaube ich. Okay, gut, Philipp, dann bleibt noch dein Deck. Genau. Eins, was ich übrigens auch sehr interessant fand, nicht nur von den Farben her, sondern auch von der ganzen Mechanik. Ja, ich spiele die Entfesselte Entstehung und mein Commander ist Girit oder wie auch immer er ausgesprochen wird und die zentrale Mechanik dieses Decks ist im Prinzip Bevölkern. Das heißt, ich mache mir Kreaturenspielsteine. Entweder mache ich mir einfach 3-3 oder 4-4 Beasts mit irgendwelchen Karten oder ich kopiere mir sogar andere Karten und mache mir daraus einen Kreaturenspielstein. Und immer wenn ich Bevölkern durchführen kann, dann erzeuge ich einen neuen Spielstein von einem Spielstein, den ich schon habe. Und wenn alles gut läuft, dann habe ich am Ende unglaublich viele große, böse Spielsteine und überrenne damit meine Gegner. Das ist so ganz kurz zusammengefasst, die Synergie dieses Decks. Ziemlich eklig auf jeden Fall. Gut, okay, wir sind bereit. Falls ihr noch Fragen habt, schießt sie gerne in den Chat rein. Wir sehen das ja auch und können es beantworten. Ansonsten würde ich sagen, Shuffle up and deal, würde man beim Poker sagen. Und Philipp, du führst uns so ein bisschen da durch. Das heißt, wir mischen jetzt ganz normal. Ja, genau. Gibt es da irgendwie Tricks? Bei 100 Karten ist man ja doch relativ stark am Mischen. Also alle 100 wird man ja wahrscheinlich nicht so, obwohl du machst das schon, ne? Es gibt, eigentlich, also ich mache es so, es gibt verschiedene, wie soll ich sagen, Ansichten darüber. Es gibt Leute, die machen vor jedem Spiel einen Pile-Shuffle, das heißt, die legen ihre Karten so hin. Das habe ich gerade auch gemacht. Genau, das habe ich vorher auch gemacht, ne? Und dann mischen die das einmal so durch. Dann gibt es Leute, die sagen, das bringt überhaupt nichts. Dann gibt es Leute, ein Mitspieler von mir, der hat das ganz cool drauf, dass er irgendwie diesen kompletten Kartenstapel nimmt und dann tatsächlich dieses Pokermischen macht und die Karten dann aber auch aufnimmt und so ineinander flippt. Das habe ich noch nicht hingekriegt mit 100 Karten. Krass, ja, vor allem, wenn die auch gesleeved sind und genau. Nochmal eingepackt sind, dann wird das ja nochmal ein bisschen... Solo-Talent 1978, moin auch an dich, vielen Dank, dass du dabei bist. Spielst du auch selber aktiv Magic, also mit Paper oder nur Arena vielleicht? Vielleicht auch gar nicht Arena, kann auch sein. Würde mich mal auf jeden Fall interessieren. Und wenn, spielst du eigentlich Commander oder spielst du eher tatsächlich fast mein Commander eigentlich? Gut, dass wir den gerade nochmal blau eingestiftet haben, oder? Ja. Sehr gut. Okay, gut. Also, jetzt tue ich mal so, als hätte ich gemischt. Aber momentan nur Arena. Siehst du, wir haben gerade noch drüber gesprochen. Arena, ob das jetzt so populär ist. Ich glaube tatsächlich, das holt wieder viele Spielereien in das klassische Paper Magic oder erzeugt zumindest Interesse, dass man mal wieder beim Comicladen vorbeigeht. Und mit den Planeswalker Decks, das ist ja auch immer der Code für die Planeswalker, also für die digitalen Planeswalker Decks in den Packungen drin liegt, ist ja auch ein netter Zug. Das heißt, man kann also sich einmal das Deck kaufen und spielt bei Arena gleich los. So, den Commander lege ich jetzt auch mal hin. Am besten nehmen wir den Commander auf diesen hässlichen Fleck. Ja, dann weiß man immer nicht. Dann muss ich meine Bibliothek da vorlegen. Das ist dann auch schon so, wenn das Gehirn schon so eingefahren ist, dass die Karten alle in einem bestimmten... Wenn der Commander neben der Bibliothek läge, dann würde ich die ganze Zeit denken, ich hätte ihn schon gecastet. Deswegen... Wie macht man das eigentlich? Also, wie macht man das jetzt am besten kenntlich, dass er noch in der Command-Zone ist? Gibt es da irgendwie eine typische Position? Oder? Also, weiß ich nicht. Wir haben am Küchentisch immer, da ist die Command-Zone. Okay, dann ne? Hier ist das Deck, da ist die Command-Zone und hier wäre jetzt quasi der Friedhof. Also würde ich jetzt eine in den Friedhof legen, würde ich die da hinlegen und alles, was im Exil ist, legen wir umgekehrt in den Friedhof und dann weiß man, dass es im Exil ist. Ja, okay, also lege ich meine auch mal hier so hin. So, und jetzt kommt natürlich das Handy zum Einsatz. Da habe ich nämlich eine App drauf, die uns die Lebenspunkte relativ gut sichtbar auch... Solo-Talent sagt, er spielt momentan nur Arena. Das heißt, er wird zumindest schon mal eine Karte in der Hand gehabt haben irgendwann. Ist vielleicht auch ein netter Switch. Ja, also durch Arena kommen auf jeden Fall ganz interessante Modelle zustande. So, ich muss mal einmal fragen, Dumme, welche Farbe würdest du denn als deine primäre Farbe anerkennen? Schwarz. Schwarz, okay. So, ich sag genau, mal, das kann man vielleicht nochmal groß zeigen bei der Karte. Philipp, welche Farbe möchtest du denn so primär haben? Ich bin primär grün, glaube ich. Dann passt das ja. Große schon. Kreaturen sind eigentlich Wenn die Regie das nochmal umschaltet. Genau.
Regie? Wenn das die Regie nochmal umschaltet und sie nicht schläft. Genau, also wenn ich das richtig verstanden habe, kann man auch nur dann, wenn man halt sich für diesen Commander entschieden hat, Karten spielen, die auch auf diesem Commander dann hier oben drauf zu sehen sind. Auf die Farben, genau. Richtig. Genau. Ja, ja. Das wären bei mir also entsprechend dann schwarz und rot. Das heißt, ich dürfte nur schwarz und rot bei mir im Deck haben. Genau. Man darf tatsächlich auch nur Karten, die irgendwo schwarz und rot im Deck haben, spielen. Also es gibt manchmal Karten, die kosten meinetwegen ein grünes und ein weißes. Und unten im Text haben die noch irgendeine Fähigkeit, die man auch mit einem blauen bezahlen könnte. Und auch so eine Karte dürfte man nur spielen, wenn der Commander auch blau als Farbidentität hat. Cool. Das wird dann irgendwann wird's ein bisschen... Darf man die Karte dann nicht spielen oder nur die Fähigkeit? Nur die, nee, man darf die ganze Karte nicht spielen. Ah, okay. Ja, auch nochmal an Zecke Landsberg auf jeden Fall. Arena sorgt auch gut für neue Spieler, sehe ich ganz genauso. Ist auch ein tolles Werkzeug, mich zum Beispiel. Moin erstmal auch an dich. Und hier Solo-Talent schreibt auch schon, werde aber auch wieder mit Paper anfangen zu spielen. Ah, ich finde es toll, dass man beides machen kann. Also, um das ungeliebte Wort Hearthstone mal in den Mund zu nehmen, das ist halt online only. Und ich finde gerade dieses, man unterhält sich nebenher noch, wenn man so spielt und so weiter, das ist eine richtig gute Sache. Und vor allem in der heutigen Zeit, um mal wieder so ein bisschen zu entschleunigen, ja, finde ich total gut. Weißt du, warum das online only ist? Weil sich das World of Warcraft Trading Card Game nicht durchgesetzt hat. Na gut, dadurch gibt es halt auch Vorteile. Man kann halt sowas wie mit Zufallsgenerator, den kannst du bei Magic nicht einfach, was willst du da machen? Mit dem Würfel würfeln oder? Na gut, okay, also wir haben jetzt die Lebenspunkte hier auf dem Tisch liegen und jetzt gibt es hier gleich eine Funktion, dass wir mal würfeln können, wer anfängt. Das wäre der Winner. Also Philipp dürfte aussuchen, ob du jetzt anfängst oder wie ist das beim Commander? Also es ist bei uns gelebte Realität, dass derjenige mit der höchsten Würfelzahl auch anfängt. Okay. Es ist tatsächlich so, dass wenn wir Multiplayer spielen, dass auch der anfängt, eine Karte ziehen darf. Ich weiß nicht, wie ihr das spielt. Es ist so. Wir haben jetzt unsere erste Runde, Commander im Grunde, also diktiert es uns. Also wenn man im 1 gegen 1 ist, dann zieht derjenige, der anfängt, keine Karte. Sondern der hat halt dann den Vorteil, dass er anfängt. Der dann als zweites dran ist, der zieht eine Karte und macht dann seinen Turn. Im Multiplayer machen wir so, dass auch der Beginner eine Karte ziehen darf. Hat jetzt auch gesagt, ja. Dann machen wir das so. Jetzt ziehe ich natürlich erstmal 7, ne? Genau, 7 Karten. Ich behalte meine auch direkt. Danke auch für dein Follow-Solo-Talent. Das wird bestimmt gleich nochmal schön oben eingeblendet. Das ist immer manchmal oder öfter ein bisschen hinterher. Und nochmal ganz für die Leute, die gerade dazugekommen sind. Wir sind, wie gesagt, keine Profis, ganz im Gegenteil. Hier wird also einiges schief laufen, um das mal so zu sagen. Ja. Und Philipp wird es dann versuchen, gerade zu ziehen. Ja. Ah, ich muss zum Beispiel, also ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten, aber hier gibt es offensichtlich eine Fähigkeit Megamorph. Ist das noch was anderes als Morph, oder? Da steht ja eigentlich immer dabei, was sie macht, ne? Das kann ich dir gerade aus dem Kopf tatsächlich gar nicht sagen. Achso, Megamorph ist, glaube ich, noch, dass man noch eine +1/+1 Marke auf sie drauflegen kann. Das kommt hin. Okay, aber das werden wir jetzt alles lernen. Mit euch zusammen, wie gut. Ich weiß gar nicht, ganz kurz eine Frage an den Chat und an Tim in der Regie. Läuft eigentlich die Hintergrundmusik? Na super, alles klar. Alles klar, Philipp fängt an, ja? Sehr gut, ich ziehe eine Karte. Und ich spiele ein Graupelz-Refugium. Das kommt getappt ins Spiel. Wenn es ins Spiel kommt, erhalte ich einen Lebenspunkt dazu und damit erzeuge ich später ein grünes oder ein weißes. Ah, Klassiker eigentlich. Und dann bin ich fertig. Gut, dann ziehe ich. Du hast einen Lebenspunkt dazu bekommen, ne? Ja. Also, okay. Und ich spiele das Arkum-Refugium. Das kommt getappt ins Spiel und ich erhalte einen Lebenspunkt. Muss ich gucken, dass ich auch so eine Karte habe, ne? Noch sind die Lebenspunkte nicht kritisch. 40 finde ich auch ganz schön viel, ey. Ich muss erst noch die ganze. Okay, ich ziehe eine Karte. Du bist fertig, ne? Ja. Ich ziehe eine Karte. Oh, das ist natürlich die beste Karte. Bringe den prunkvollen Palast. Der prunkvolle Palast kommt getappt ins Spiel. Erzeuge ein schwarzes, grünes oder blaues Mana. Wie machst du das jetzt normalerweise hier so daneben oder was? Genau, also bei mir ist es halt so, dass das hier hinten ist die Command Zone, hier ist der Graveyard und das hier ist im Prinzip so das Spielfeld für mich. Okay. Und hier vorne lege ich meine Länder hin. Meistens lege ich hier so Artefakte und Verzauberungen hin und ganz vorne halt Kreaturen, weil die bewege ich im Zweifel am meisten.
Also das ist so, das ergibt sich aber einfach. Das passt schon. Okay. Ich werde mich da selber zum Beispiel eher an das Arena-Layout halten, weil das ist das Einzige, was ich kann. Genau, also das, was man gelernt hat. Ich glaube, bei Arena ist es auch so, dass es sich manchmal so ein bisschen verschiebt, ne? Je nachdem, wie viele Kreaturen du und Verzauberungen du draußen hast. Ja. Bist du grün? Ja. Okay. Ja, wie heißt die App, die ihr benutzt? Das weiß ich gar nicht. Magic Life Total steht unten drunter, so wird es ja auch heißen wahrscheinlich für iOS. Und Musik und Philipps schweres Atmen, freut sich Zecke Landsberg. Ja, die Nasenscheidewand ist im Arsch. Oh, mein Bruder wurde jetzt unter der Woche operiert. Ich bin dran, ne? Ja, richtig. Ja, ich zieh kurz. Deswegen auch gute Besserung, falls er zuschaut. Ich weiß, er hat dasselbe Deck wie du bestellt, auf jeden Fall. Ist auch Magic-Spieler, also gute Besserung auf diesem Wege, falls du zuschaust. Schönes Deck ist es. Ich spiele ein Katsandu-Refugium. Das ist das gleiche wie das Graupelz-Refugium. Macht ein grünes oder ein... Okay, wie heißt das? Oh. Und ich kriege einen live. Und das ist, wenn man neue Karten hat und ganz neue Sleeves, die noch so überhaupt nicht angeranzt sind, dann ist das ein bisschen... inkonsistent. Ich bin fertig. Okay, dann ist Dome dran. Ja, und dann ziehe ich auch wieder erst. Jetzt die Kombination nochmal mit Feuer und Grün. Grul. Oder? Tret? Grul heißt es, glaube ich. So, den enttappe ich. Ja. Und ich spiele Höhlen des Blutvergießens und die macht auch wieder genau das Gleiche. Also wir stocken erstmal unsere Mana-Vorräte auf, das gefällt mir schon mal gut. Und das Leben, genau. Du kriegst auch nochmal wieder einen Lichtpunkt? Ja. Och man, ey. Und ich... Ich bin ja gleich. Na ja, gut, okay. Bist du fertig? Oder willst du dann machen, was machen? Ich enttappe. Ziehe eine Karte. Spiele eine Insel. Aber nochmal eine Frage an den Kenner. Ist es eigentlich sinnvoll, deinen Commander so schnell wie möglich rauszuholen oder eher so situativ? Also ist es normal, dass man den für sehr viele Runden erstmal draußen lässt? Ja, das ist normal. Also es ist. Wenn der Commander draußen ist und da nackt liegt und man hat zum Beispiel einen Spieler am Tisch, der schwarz spielt, dann kann es sein, dass der Commander ruckzuck wieder abgeräumt wird, weil schwarz ganz viele Karten spielt, die einzelne Kreaturen töten. Und dann ist der Commander, hat nichts gemacht, liegt wieder in der Kommandozone und hat einen Experience-Counter drauf. Deswegen ist es schon sinnig, den Commander dann zu spielen, wenn man ihn irgendwie auch mit anderen Karten unterstützen kann, die man hat. Also meiner, wenn er ins Spiel kommt, macht er einen 4-4 Kreaturenspielstein und immer wenn er angreift, dann führe ich Bevölkern durch. Das heißt, ich mache einen Spielstein von einem Spielstein, den ich schon habe. Okay, den brauchst du natürlich erstmal. Ne? Genau, erstmal brauche ich überhaupt einen Spielstein, wobei der macht ja einen, wenn er kommt, aber geiler ist natürlich, wenn ich irgendeinen dicken, fetten Spielstein habe und er kommt und ich dann von dem dicken, fetten Spielstein. Verstehe ich schon. Ich glaube, Dome, wir müssen uns schon bald zusammentun. Okay, und dann, da ich mir jetzt durchgelesen habe, wie das alles hier funktioniert, bin ich fertig. Gut, dann ziehe ich eine Karte. Ich spiele einen exotischen Obstgarten. Damit kann ich... Okay, diese Namen. Ja, ich finde, das ist total geil. Am besten sind noch die Texte, die unten draufstehen. Das war ein seltsamer Morgen. Als wir aufwachten, hatten sich unsere Bäume verwandelt. Wir wussten nicht, ob wir sie gießen oder polieren sollten, sagt Pulan, ein Heimatpfleger aus Band. Das ist so großartig. Was? Ob gießen oder polieren? Ja. Es ist ja jetzt ein exotischer Ort. Exotik muss man auch mal polieren, ne? Ja. Gut, und dann tappe ich alle drei und spiele einen elementaren Bund. Das ist eine Verzauberung und immer wenn eine Kreatur mit Stärke 3 oder mehr unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, ziehe ich eine Karte. Na wunderbar, das passt natürlich sehr gut. Darf ich einmal den Obstgarten hier für die Zuschauer nur so als kleines Gimmick. Der Baum sieht auch polierwürdig aus. Ja. Er sieht auf jeden Fall auch, also dieses Artwork ist auch großartig. Mhm. So, okay, alles klar. So, wenn Philipp fertig ist, ist Dome dran. Ja. Ich muss ein bisschen auf meine Kartenzahl achten, fällt mir ein. Ich habe gerade 7 Karten. 7 Karten am Ende sind in Ordnung. So, ich gebe ihn dir natürlich wieder zurück. Die kann ich ja jetzt sogar übereinander packen, weil die im Prinzip identisch sind. Und dann spiele ich Rakdos Göldeneingang, das ist auch wieder Mana, kommt getappt ins Spiel, erzeugt diesmal aber kein Leben. Aha, was für ein Nubeland. Achso, wichtig, das haben wir noch gar nicht gesagt, bei Commander darf jede Karte nur einmal drin sein. Außer Standardländer. Okay, aber das ist ja kein Standardland, nee. Das ist uns... okay, und? Und damit bin ich mein Zug. Ich ziehe eine Karte, spiele einen Wald und tappe...
Ich habe drei beliebige und spiele meine erste Morph-Karte, die ich hoffentlich richtig ausspiele. Okay, das ist hier eine richtig gute Morph-Karte. Ihr seht sie alle nicht. Ist das, das macht so viel Spaß. Das Deck hat sich jetzt schon gelohnt. Ey. Okay, ich bin fertig. Das ist jetzt eine 2-2er-Karte, ne? Genau, das ist jetzt erstmal eine 2-2-Wurst. Okay. 2-2-Wurst. Das ist eine 2-2-Wurst. Ja, und eine Wurst kann richtig wehtun. Nee, eine Wurst kann nichts. Die schmeckt ganz gut. Also ansonsten ist mit Wurst einfach gar nichts los. Aber ich kann mich ja damit angreifen. Also ist ja diese Wurst sehr schlagkräftig. Ich spiele einen Befehlsturm und kann damit einen Mana in der beliebigen Farbe der Farbidentität meines Commanders machen. Das heißt, mein Commander ist rot-grün-weiß und ich kann damit ein rotes, grünes oder weißes Mana machen. Und dann spiele ich Marisi, Zerstörer des Kodex. Der sieht ziemlich stark aus. Der sorgt dafür, dass meine Gegner während des Kampfes keine Zaubersprüche wirken können. Darf ich sie dahin tun? Ja, oder? Du darfst sie dahin tun. Und wenn der einem Spieler Kampfschaden macht, das heißt, er kommt ungeblockt durch oder er hat Trample und kommt durch, dann kann ich die Kreaturen dieses Spielers anstacheln. Das heißt, ich kann sagen, die müssen im nächsten Zug angreifen und die müssen einen anderen angreifen als mich, wenn das geht. Was? Ist im 1 gegen 1 natürlich nicht so geil, aber wenn ich jetzt zum Beispiel damit gleich Flo angreife und der macht ja Kampfschaden, dann kann ich sagen, Flos Kreaturen müssen alle Dome angreifen. Und auch die Fähigkeit, dass deine Gegner keine Zaubersprüche wirken können, ist ja total stark. Während des Kampfes. Ne? Also es gibt die erste Hauptphase, die Kampfphase, die zweite Hauptphase und in der Kampfphase können die. Aber es ist ja oft so, dass man die dann noch bufft oder sowas. Genau. Oder was weiß ich, sogar zerstört. Mhm. Aber das geht ja jetzt gar nicht mehr. Das geht dann nicht mehr. Immer wenn dann. Alter. Okay. Das ist einer der Side-Commander in dieser Box. Starke Karte. Ne? Den kann man auch als Commander spielen, wenn man möchte. Der hat die gleichen Farben und ist auch legendär. Und dann ist eine Kreatur mit Stärke 3 oder mehr unter meiner Kontrolle ins Spiel gekommen. Oh. Und deswegen ziehe ich eine Karte. Ey, das geht schon gut los. Dann bin ich glücklich. Ja, das glaube ich. Ich nicht so. Was passiert hier? Alles klar. So, ich gucke noch mal ganz kurz. So. Zählt das Aufdecken an sich eigentlich auch als Spielen eines Zauberspruchs? Ich meine nicht. Das wäre auch mal eine Frage an den Experten im Chat. Ich glaube, das Aufdecken nicht, weil die Karte ist ja schon im Spielfeld. Das heißt, sie kommt, also zumindest für Comes into Play-Effekte gilt es nicht. Ne? Es gibt ja Karten immer dann, wenn die auf das Spielfeld kommen, dann lösen die was aus. Das wäre bei denen zum Beispiel nicht so, weil sie sind als Morph-Kreatur schon da. Letzten Endes ist es so, als ob da gerade eine Kreatur liegt, die eine Box über sich hat und die packt sie jetzt einfach weg und dann sieht man, wer sie ist. Und sie ist bei euch am Tisch, am Küchentisch sozusagen auch jemand, der so richtig Ahnung von Regeln hat, den man immer fragen kann? Ja, jetzt, also wir haben jetzt ein paar Jahre zu viert gespielt und da war ein paar Jahre, sagt er. Da war einer, ja, weiß ich nicht, 3, 4, 5, irgendwie sowas. Und da war halt einer dabei, der schon sehr viel Ahnung hatte, aber es gab hier und da wirklich nochmal so Unklarheiten und da hat uns oft das Internet geholfen. Und jetzt haben wir seit ein paar Wochen noch jemanden dazu bekommen, der sich gerade für die Pro-Tour qualifiziert hat. Und das ist der Regelfragemensch. Der hat Ahnung, ja. Und der kann es dir vor allem auch erklären. Er sagt nicht, nein, das ist so und so, sondern er sagt, das ist so und so, weil der hat Priorität, dann wechselt der die Phase, dann ist dies, dann ist jenes. Und da wird es dann schon wirklich atomwissenschaftlich. Aber schön, ihn dabei zu haben. Ich muss das auch dazu sagen, ist ja schon fast so, als hätte man seinen Privatjudge dabei. Ja, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich habe das letzte Mal mitgespielt, Standard im Comic Culture am Freitag, Friday Night Magic. Und da gab es auch eine Regelfrage und dann kam jemand am Tisch, Judge, also ein Schiedsrichter sozusagen. Und der sagte sofort, das ist so und so. Und das fand ich richtig cool. Weil Magic einfach sehr kompliziert ist. Also es gibt ja praktisch unendlich viele Möglichkeiten, Karten zu kombinieren. Ja. Und dadurch ergeben sich ja immer wieder neue Fragen. Und ja, dann jemand zu haben, der einfach Ahnung hat und dann auch so eine Souveränität hat und sagt, das ist genau, weil so und so, finde ich klasse. So, hier steht was. Ich kenne diese Facedown-Mechanik noch gar nicht. Erinnert mich irgendwie an Yu-Gi-Oh! Wir haben einen Yu-Gi-Oh!-Experten hinter in der Regie sitzen. Ich habe das leider noch nie gespielt. Ich kenne Yu-Gi-Oh! Auch überhaupt nicht. Leider können wir das jetzt nicht so richtig. Ja, also ich bin damit groß geworden. Und das dafür ist. Dafür kenne ich Magic nicht. Okay, ist das so, dass es so ähnlich ist mit dieser Facedown, also der Morph-Mechanik? Das weiß ich nicht. Bei Yu-Gi-Oh! Hieß das nur Angriff oder Verteidigung. Ja, okay, alles klar. Gut, wir lassen das mal so stehen. Und du bist fertig, nehme ich mal ganz stark an. Ich bin fertig. Nachdem du dich satt gegessen hast. Ich glaube, ja. Okay, dann ist Dome dran. Gut. Dann
tappe ich die wieder zurück. Und dann spiele ich Vergessene Höhle aus und die kommt getappt ins Spiel. Und jetzt steht hier noch Umwandlung. Was heißt denn Umwandlung? Das heißt Umwandlung und dahinter steht ein Mana-Symbol wahrscheinlich. Genau. Ein Mana oder so. Das heißt, du kannst eins bezahlen und kannst die Karte aus deiner Hand in den Friedhof schmeißen und dafür eine neue ziehen. Mhm. Das macht man, wenn man jetzt zum Beispiel 6 Länder auf der Hand hat und man braucht eigentlich nur 5 und möchte nochmal die Kartenqualität erhöhen. Oder man macht es bei Karten, wenn man ein Deck spielt, wo man viele Länder aus dem Friedhof casten kann. Mhm. Dann macht man sich Länder in den Friedhof, macht sich welche aufs Spielfeld, castet sie aus dem Friedhof, dafür ist es gut. Mhm. Wenn du jetzt gerade keine anderen Länder auf der Hand hast, dann ist es aber schon sinnvoll, sie aufs Spielfeld zu legen. Mhm. Okay. Wie viele Karten hast du eigentlich, Thomas? Jede Runde lang gespielt? 7. Okay. Und dann tappe ich die beiden und spiele Besuchen der Anstalt. Zu Beginn des Versorgungselements jedes Spielers und falls jener Spieler keine Karten auf der Hand hat, ziehst du eine Karte und verlierst einen Lebenspunkt. Okay, das ist ja aber Wahnsinn. Das ist ja dann. Das ist. Also man möchte eigentlich grundsätzlich nie, dass die Gegner viele Karten haben. Man möchte vor allem, dass der Blauspieler möglichst gar keine Karten hat und der Schwarzspieler sollte möglichst wenig haben, weil wenn der viele Karten zieht, dann ist da meistens was mit dabei, was scheiße ist. Das wäre zum Beispiel ist das eine Kreatur oder eine Verzauberung? Genau, das ist eine Kreatur. Eine Kreatur, gut. Das wäre eine Kreatur, die ich jetzt, wenn ich könnte, relativ schnell handeln würde. Weil Domit zieht jetzt 3 Karten, bis er wieder dran ist. Hä, wieso? Ich dachte, wenn wir keine Karten haben. Ach, wenn wir keine Karten genau, haben. Genau. Zu Beginn des Versorgungs. Ja, genau. Zu Beginn des Versorgungs. Segmentes jedes Spielers und falls jeder Spieler keine Karten hat. Ach so, okay. Also das heißt nur, wenn ihr eure Hand irgendwie abgeschmissen habt. Es wäre für 2 Mana auch ein bisschen mächtig gewesen. Ja, aber hätte ich so gedacht, das wäre so irgendwie vielleicht Commander-Style. Mächtige Karten und was. Okay. Und das findet mein Zug. Okay, alles klar, dann enttappe ich. Spiele auf jeden Fall wieder ein Land. Wieder eine Insel aus. Jetzt sehe ich gerade, dass die Karten auch unterschiedliche Morph-Kosten haben. Mhm. Klar, macht ja auch Sinn. Das sind ja auch unterschiedlich große Karten. Ne? Ja, also wenn ich jetzt, ich mache das jetzt, egal wenn es falsch ist, ist halt falsch. Ich tappe jetzt mal hier die Kosten für meinen Commander. So, das müsste ja passen, ne? Mhm. Also mein Commander kostet 1 beliebiges, 1 schwarzes, 1 grünes und 1 blaues. Mhm. Damit würde ich den jetzt hier hinlegen. Mhm. Und der erste verdeckte Kreaturenzauber, den du pro Zug wirkst, kostet beim Wirken 3 weniger. Das heißt, ich würde jetzt hier meine Morph-Karte spielen, die ja 3 kostet. 3 farblose weniger, das ist wichtig, ne? Also wenn die Morph-Karte zum Beispiel ein schwarzes und 2 farblose kostet, dann sparst du dir 2 farblose, musst das schwarze aber trotzdem bezahlen. Ah, das ist bei den Farben wichtig. Aber ja, hier steht, du kannst diese Karte verdeckt für 3, also 3 beliebige, als eine 2-2 Kreatur wirken. Dann passt es. Aber wenn in den Morph-Kosten halt noch irgendwelche Farben drin wären, die würdest du dir nicht mit dem 3 weniger ersparen. Okay, und jetzt kriege ich aber noch, weil das auch die Fähigkeit von meinem Commander ist, immer wenn eine verdeckte Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, ziehe eine Karte. Das heißt, ich ziehe noch eine Karte und bin. Ja, warte, stopp, ich darf ja auch angreifen mit meinem 2-2er, ne? Du hast da diesen Typen da, ne? Mhm. Du hast da diesen Megafuzzi. Mhm. Ich kann es eh nicht leisten, mir die zu aktivieren, glaube ich. Ja. Das ist echt schwer, die im Kopf zu behalten, was die alles können. Und, deswegen darfst du sie dir ja immer angucken. Ja, muss ich leider auch. Und dann sage ich mal, ich bin fertig. Okay. Ah ja, Fallenkarten. Das ist ein ganz guter Begriff, finde ich, eigentlich für sowas, weil man nicht weiß, was da eben drunter lauert, ne? Mhm. Oh.
Genau, ich könnte angreifen, möchte es aber nicht blocken, weil das halt irgendeine richtig mächtige Karte ist, richtig, die du nicht verändern willst. Oder du sagst so, Edge Badge, das ist eine billige Zaubereikarte, die ich sowieso wegschmeißen wollte. Haha, Falle. Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, ich greife dich an, Flo. Das zackt jetzt aber. Der ist 5-4. Wenn du ihn durchlässt, dann kann ich deine Kreaturen anstacheln. Du kannst, das ist doch kacke. Du kannst 1-2-2er als Blocker davor schmeißen. Du kannst auch deine beiden 2-2er als Blocker davor schmeißen. Dann ist meiner tot, deine allerdings auch beide. Dein Commander könntest du auch als Blocker davor schmeißen. Würde ich allerdings nicht machen. Also der verteilt jetzt 5 Schaden und er hat 4 Widerstandskraft. Das hackt jetzt aber richtig, Mann. Vor allem diese Fähigkeit, dass du dann meine Kreaturen anstacheln darfst. Das ist, ja. Das ist das Nervigste überhaupt, weil... ja, da kann ich ja nichts gegen machen. Also im Grunde opfer ich sie ja so oder so. Weil wenn ich nicht blocke, habe ich sie nicht gesichert, weil dann... Kannst du es mit allen machen oder nur mit einer? Nee, mit allen. Also was? Ich meine, hier steht drauf, anstacheln, bis zu deinem nächsten Zug... Stachle alle Kreaturen an, die ein Spieler kontrolliert. Der Spieler kontrolliert. Bis zu deinem nächsten Zug greifen jene Kreaturen in jedem Spiel an, falls möglich. Das ist eine ultimative Waffe. Und greifen einen anderen Spieler als dich an, falls möglich. Ja, es ist. Ja, weil du quasi alle gegeneinander aufhetzt. Es ist mega teuer, was ich jetzt tue, aber ich muss es machen. Ich habe das Gefühl, ich muss es machen. Ich blocke mit beiden. Dann sind deine beiden tot. Muss ich sie zeigen eigentlich? Tot. Ich glaube, wenn du sie in den Friedhof legst, zeigst du sie sowieso, oder? Ja gut, okay. Also ich habe hier einen 2-1er, vielleicht auch mal so zum Lernen. Ein 2-1er, der fliegend ist. Pack sie doch mal dahin am besten. Genau, ich pack mal beide dahin. Also ein 2-1er. So. 2-1er rechts, der war jetzt ein 2-2er, deswegen war er eigentlich stärker, aber er hat die Fähigkeit, wenn die Stratos-Tänzerin aufgedeckt wird, neutralisiere einen Spontan-Zauber oder eine Hexerei deiner Wahl. Das war ganz nett so, ne? Fliegend kann man auch immer gebrauchen, aber das hätte ich jetzt nicht so als schlimm empfunden. Aber der linke, der Sargumalmer, der tut mir richtig weh, ey. Ein 6-6er mit Trampelschaden, Fluchsicherheit. Ja. Der wäre gut gewesen. Der wäre gut gewesen, aber wie gesagt, wenn ich jetzt. Stell dir vor, ich lass dich durch und du schickst jetzt meine 3 in den Kampf mit Dome. Dome entscheidet sich, seinen 3-1er, der mir jetzt momentan noch nichts bringt, eigentlich zum Blocken zu schicken. Mhm. Und mein 2-2er wird sowieso sterben. So, dann habe ich auch nichts gewonnen. Mhm. Also insofern, ja, teuer erkauft, aber ich habe wenigstens deinen Nervfuzzi da gekillt. Ein bisschen abgetauscht haben wir auf jeden Fall. Ja, also moin gut. Auch an Drop. Schön, dass du da bist, Dennis. Ich spiele eine immerwährende Weite. Die kann ich opfern und meine Bibliothek nach einer Standardlandkarte durchsuchen, die ich dann getappt ins Spiel bringe. Und dann spiele ich einen totgeweihten Bildhauer. Zu Beginn meines Endsegments erzeuge ich einen farblosen Skulptur-Artefakt-Kreaturenspielschein. Mit Stärke und Widerkraft dieser Kreatur sind gleich Anzahl an Skulpturen, die du kontrollierst. Ich gehe auch mal hier hin. Das ist viel Text auf jeden Fall. Ja, jetzt haut er halt. Also, die wird ja auch immer stärker, die Kreaturen. Ja, aber sie können halt nicht angreifen und nicht blocken, ne? Das heißt. Trotzdem, also, das ist ja eine Mauer ohne Ende erstmal. Das ist krass. Krasse Karte mal. Wieder. Philipp hat einmal die krassesten Karten. Zack, ich hätte das Deck auch gerne gehabt. Und Drop sagt auf jeden Fall, ich lerne von Stream zu Stream immer mehr. Ja, wir auch. Ich bin fertig. Ich sacke noch die immer, also sacken gleich. Ich sacrifice, ich opfere die immerwährende Weite und suche mir noch ein Standardland raus und zwar eine Ebene. Okay. Und dann bin ich glücklich. Alles klar. Das glaube ich sehr gerne. Ach Mann, ey. Gut, dann ziehe ich gerade erstmal wieder meine Karte. Spielt sich bisher bei mir noch nicht so richtig aus, muss ich sagen. Können ja mal tauschen später, vielleicht. Aber das war natürlich finster. Also der hier, der war schon, der ist schon... Ist das so vom Powerlevel her eher überdurchschnittlich? Oder würdest du sagen, dass das eigentlich schon so öfter mal vorkommt, dass man so krasse Kreaturen draußen hat? Das kommt schon durchaus vor. Es ist halt, das Schwierige an dem ist, dass er 3 verschiedene Farben hat. Ne? Das ist also für 4, einen 5-4er... Der noch diese beiden Fähigkeiten hat, ist schon echt eine Ansage, aber es ist halt auch eine legendäre Kreatur. Wie gesagt, den könnte man auch als Commander spielen. Und der muss schon was können, ne? Genau, also
Der kann viel, aber er kostet halt wirklich 3 verschiedene Sorten Mana, um ihn zu wirken. Und das macht es halt ein bisschen schwieriger. So, das Deck läuft aber auch total gut gerade, muss man sagen. Aber das ist ja auch eine, also diese Fähigkeit, dass du meine Truppen gegen Dome schicken kannst, ist ja Gold, also es ist ja unbezahlbar einfach, ey. So, Dome, du hast ein Gebirge ausgespielt. Genau, und dann tappe ich jetzt 4 Mana und spiele Polyeder-Archiv. Und zwar jedes Mal, wenn ich die tappe, wenn ich das jetzt richtig verstehe, erzeuge 2 Mana meiner Wahl. Ja, 2 farblose allerdings. Genau. Zeig mal die Karte, Tim. Das heißt, wenn dann, genau, wenn dann halt irgendwelche Nummern vorne dran stehen, könnte ich die damit quasi dann bedienen. Genau. Okay. Alles klar, gut. Dome baut sich seine Mana-Base auf. Ja, und gut, das ist ja auch das ist ein Artefakt, genau, das lege ich dann dorthin. Machst du noch was? Nein, das war's. Okay, dann etappe ich. Ziehe eine Karte, spiele den Befehlsturm, den Philipp auch schon vorgestellt hat. Der gibt mir also von jeder Farbe meines Commanders eine Ressource, also eine von diesen 3. Das 1, 2, 3, 4, 5 Mana habe ich aktuell. Ja, also ich habe jetzt auch einen Wald und 2 weitere und spiele Kultivieren aus und darf dann auch meine Bibliothek nach bis zu 2 Standardländerkarten durchsuchen, zeige sie offen vor, bringe eine davon getappt ins Spiel und nimm die andere auf deine Hand, mische dann auf deine Bibliothek. Das würde ich jetzt mal, weil es ein bisschen länger dauert, dann gleich machen. Hast du schon Land gespielt? Ich habe den Command Tower hier, okay, den Befehlsturm gespielt. Und dann überlege ich noch, ob ich angreifen sollte, aber es wäre natürlich völliger Quatsch, obwohl deiner ist ein 1-1er, ja. 1-1er, ne? Ja. Dann greife ich dich nochmal an. Ja, dann kriege ich 3. Und ich habe 3 Commander-Damage von dir bekommen. Ah ja, richtig. Wie viel? 21? 21, ja. Okay, bei 21, wenn ein Spieler von einem Commander 21 Damage bekommen hat, ist er automatisch tot. Pack ihm mal einen Würfel hin. Genau. Wie ist das jetzt nochmal mit dem Commander-Damage? Wenn der Commander angreift und der durchkommt, also nicht geblockt wird, dann macht er 3 Schaden, die von deinem Lebenspunktestand abgehen, und er macht noch 3 Commander-Damage. Das ist wie so ein Damage, der eigentlich egal ist, aber wenn du 21 Commander-Damage hast, dann verlierst du das Spiel, egal wie viel Leben du noch hast. Achso, und der hat halt jetzt auch 3. Genau, drei, der ist 3-3. Ganz kurz noch, ich habe den Wald rausgeholt, getappt ins Spiel gebracht und nehme jetzt noch eine Insel auf meine Hand. Und mische dann meine Bibliothek neu. Gut. Dann spiele ich einen Wald. Im Comic Culture haben mir gezeigt, wie man das hier richtig mischt. Ich krieg's nicht gebacken, Leute. Das ist mir sehr unangenehm. Und dann spiel ich meinen Commander. Danke, dass du die Perspektive gerade zeigst. Ich caste meinen Commander. Wenn der ins Spiel kommt, dann erzeuge ich einen 4-4 grünen Nashorn-Kreaturen-Spielstein, der Trampelschaden verursacht. Mal das Nashorn. Und wenn der angreift, führe ich Bevölkern durch. Das heißt, ich kann mir dann aussuchen, ob ich zum Beispiel hiervon oder hiervon noch einen zusätzlichen Spielstein mache. Das sieht richtig schlecht aus für uns, Dome. Es ist eine Stärke, es ist eine Kreatur mit Stärke 3 oder mehr unter meiner Kontrolle ins Spiel gekommen und gleich 2. Nee, Quatsch. Der hat nur Stärke 2, aber der hat höher Stärke 3. Genau. Das heißt, ich ziehe eine Karte. Und du hast ja noch einen Spielstein mit 4. Oder genau, für den Spielstein ziehe ich jetzt eine Karte. Für ihn nicht. Weil es geht immer, wenn eine Kreatur mit Stärke 3 oder mehr. Stärke ist die vordere Zahl. Achso, ich dachte, du hast jetzt einen 4-4er Spielstein gecastet und dann nochmal Bevölkern gemacht und damit noch einen Spielstein erzeugt. Nein, Bevölkern kann ich jetzt noch nicht. Achso. Der bevölkert nur, wenn er angreift, und der macht nur Artefaktdinger. Okay. Ja, richtig toll.
damit würde ich zum Ende meines Zuges kommen. Mal wieder ein schönes Artefakt rausziehen. Ne? Und mir noch eine kleine Skulptur hinlegen. Ja, ja. Ich habe tatsächlich dieses Deck vorher, ich habe mich jetzt auch vorher nicht allzu eingehend damit beschäftigt, aber diese Skulpturen verstehe ich noch nicht ganz. Das sind jetzt natürlich zwei, die ich hier liegen habe und die sind beide 2-2. Ja. Aber die können nicht angreifen und auch nicht blocken. Die bringen mir eigentlich gerade gar nichts. Aber sie dienen dir ja sozusagen als Muster für deine Spielsteine, oder nicht? Aber wenn ich mir einen Spielstein davon mache, ist der auch eine Skulptur. Und hier steht drauf, Skulpturen, die ich kontrolliere, können nicht angreifen oder blocken. Ach, das ist dann wirklich ein Duplikat. Genau. Es ist, glaube ich, so, dass am Ende des Tages habe ich vielleicht 5 oder 6 Skulpturen liegen. Und wenn ich den hier irgendwann mal sterben lasse, wie auch immer, dann können die auf einmal angreifen und blocken. Weil das steht ja nur auf dem drauf. Und wenn der weg ist, dann sind die Skulpturen... Zack, die nochmal. Ja, stimmt. Skulpturen, die du kontrollierst, können nicht angreifen oder blocken, wenn der tot ist. Und die keinen eigenen Text haben, genau, der das sagt, dann würde ich das auch so sehen. Einen eigenen Text haben sie? Ja, da sitzt nicht mehr mit drin. Achso, da ist die falsche. So, da steht jetzt was drauf. Sorry. Stärke und Widerstandskraft dieser Kreatur sind gleich Anzahl der Skulpturen, die du kontrollierst. Das heißt, je mehr Skulpturen ich habe, desto größer werden sie alle. Das macht natürlich dann auch Sinn mit dem Namen, weil er heißt ja Todgeweihter Bildhauer. Das heißt, wenn er dann stirbt, dann hast du einen mächtigen... Genau, der muss irgendwann sterben. Ja, behaltet mich so in Erinnerung, wie ich hätte sein sollen. Okay. Gut. Alles klar. Dann bin ich fertig. Ja. Genau, die zweite Skulptur habe ich schon bekommen. Wahnsinn, ey. Ich habe bisher 2 Morph-Kreaturen rausgespielt und habe bisher noch keine umgewandelt. Also... So, du bist dran. Ja. Am Zug, es kehrt immer Stille ein. So, die tappe ich wieder zurück. Dann spiele ich die immer ändernde Weide. Das war die, wo man dann später einmal durchsuchen kann. Mhm, also genau. Das, was wir auch haben, ja. Oh ne, stimmt nicht. Bei mir war es kultivieren, so eine Hexe. Bei mir war es auch die immerwährende Weide. Ja, okay. Dann tappe ich einmal den und einmal den und hole meinen Commander rein. Mhm. Übrigens an der Stelle mal kurz der Hinweis, es gibt ein Plugin, ich glaube für Chrome, das könnt ihr installieren und dann könnt ihr beim Rüberfahren mit dem Cursor über die Karten so eine detaillierte Ansicht von der Karte angezeigt bekommen. Die Tokens für Sacrifice eventuell? Die Tokens, ja, für Sacrifice weiß ich nicht. Dazu kenne ich das Deck noch nicht gut genug. Aber bei den Token ist es zum Beispiel auch so. Ich habe ja hier noch die Verzauberung, immer wenn eine Kreatur mit Stärke 3 oder mehr unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, ziehe ich eine Karte. Und spätestens beim dritten Skulpturtoken ziehe ich für jeden Token eine Karte. Also alleine dafür sind sie dann schon gut. Und wie gesagt, wenn der Bildhauer tot ist, dann können die angreifen und blocken und letzten Endes erschließt sich erst auf den zweiten Blick. Aber zum Second, na klar, später vielleicht auch. Ich werde versuchen, ihn mit aller Kraft am Leben zu halten. Mhm, das finde ich gut. Das ist mir recht. Aber womit, frage ich mich noch. Also, so, Domi, wie sieht's aus? Ich bin in meinem Zug. Oh, okay. Ich enttappe. Ziehe eine Karte. Das gefällt mir richtig gut. Ich habe von dieser Karte sehr viel gelesen. Ich spiele auch noch eine Insel aus. Die hatten wir noch nicht. Die Frage ist, spiele ich das jetzt schon aus? Aber das ist meine absolute. Das wird euch auch sehr gefallen, Chat. Das weiß ich jetzt schon. Und ich glaube auch, das wird Philipp sehr gefallen. Ich denke aber, es ist echt blöd, aber. Ich spiele noch eine Karte aus, auf jeden Fall. Für einen Wald und 5 weitere, also tappe ich alles. 1, 2, 3, 4, 5, nee. Eins bleibt übrig.
spiele den Rieseneichenwächter 4-5 aufblitzen, Reichweite, und wenn der Riesenwächter ins Spiel kommt, erhalten alle Kreaturen, die ein Spieler deiner Wahl kontrolliert, +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Tappe sie, dann hätte der jetzt hier, nehme ich natürlich mich, 5-5. Ich bin mir aber noch nicht ganz so sicher, dafür fehlt mir einfach auch. Der hat Aufblitzen. Aufblitzen heißt, du kannst den immer spielen, wie ein Spontanzauber. Also auch am Ende von Domes Zug. Und hätte ich natürlich am besten. Na gut, Oder du spielst ihn, wenn du gerade angegriffen hast und deine Karten sind alle getappt, klar, und ich greife dich an. Dann flashst du den rein, enttappst deine und blockst meine tot. Ich glaube, ich lasse das jetzt trotzdem mal so und greife dann noch den Dome an damit, mit meinem Commander, der jetzt 5-5 hat. Dann block ich mit der. Okay, dann ist deiner tot. Und aktiviere. Achso, kann ich das Artefakt eigentlich jetzt aktivieren? Ja. Okay, dann benutze ich nämlich das. Hast du 4 Mana? 5 Mana? Ne, 4 Mana zur Auswahl. Dann. Oder kann ich. Den kann ich ja jetzt nicht benutzen, ne? Noch den nicht, der hat noch Einsatzverzögerung. Okay, genau. Gut. Und dann, der ist doch schon länger draußen, oder? Hat er den jetzt ausgespielt? Hat er in seinem letzten Zug ausgespielt. Okay, dann tappe ich die beiden. Also 4 Mana insgesamt. Genau, ich habe jetzt halt dort 2 rote und dann spiele ich den Spontanzauber aus. Den mache ich 3 Schaden. Ja. Ja, 3 Schaden, wo drauf? Auf den, der angreift. Das heißt, er bekommt insgesamt 6 und ich habe 5. Dann ist er doped. Wie macht man das jetzt nochmal in den Leichenkehlen wieder? Ja, und der kriegt jetzt, warte mal. Der kostet 2 mehr, ne? Wir hatten ja hier so schöne. Geile Steine, ja. Du musst ja nicht die ollen Würfel nehmen. Der hat jetzt einen Experience-Counter. Das heißt, der kostet 2 farblose mehr. Okay, gut, dann bin ich fertig. Ich werde mich rächen. Die Herzen aller Mädchen brechen. So, Tim, zieh ich eine Karte. Sag mal, wir haben drüben noch Salzstangen liegen. Meinst du, das stört zu sehr? Wahrscheinlich, ne? Du musst dich halt muten. Ja, komm, wir lassen. Nee, komm. Keine Ahnung, wir lassen. Schnell nach Pizza oder sowas. 4-5. Achso, die ist ja jetzt hinüber. Hinüber, ja. 2-5. Ist doch alles schick. Dann spiele ich eine unangreifbare Tugend. Kreaturenspielsteine, die ich kontrolliere, erhalten +1/+1 und haben Wachsamkeit. Das heißt, wenn ich damit angreife, dann tappe ich die nicht, sondern die bleiben ungetappt. Nice. Läuft bei dir, oder? Ja, läuft ganz gut, ja. Das geht auch später. Dann möchte ich ganz gern angreifen. Und zwar den Flo. Oha, ob du dir das gut überlegt hast. Feuerkarte, genau. Also was haben wir jetzt? Ein 5-5er? Die müssen ja nicht getappt werden, die haben noch Wachsamkeit. Also stimmt. Der muss nicht getappt werden. So, und der hat, wenn er angreift für Bevölkerung, der Spielstein kommt getappt und angreifend ins Spiel. Also ist das jetzt ein 2-5er? Das ist ein 2-5er, das ist ein 5-5er und der bringt sich noch einen 5-5er mit. Na toll. Haben wir sowas überhaupt noch? Ja, wirklich bezaubernd. Nehmen wir mal so ein hier. Ah, danke für deinen Follow, Zecke Landsberg. Das ist ein 5-5er, sein kleiner Buddy ist. Auch ein 5-5er. Das ist ein 2-5er. Mhm. Ja, glatt. Dann blocke ich natürlich den 2-5er mit meinem 4-5er. Warum? Das bringt. Achso, ja, das kannst du machen. Dann kriegst du 2 weniger und genau, der stirbt nicht. Dein 4-5er bleibt liegen. Und ich krieg 10 Schadenspunkte. Genau. Dome. Okay. Die Frage ist jetzt, wie kartengeil bin ich? Hast du eigentlich eine Karte gezogen für deinen 5-5er? Für den zweiten habe ich gar keine gezogen. Stimmt, dass du sagst. Das ist
es geht schon los. Nach 22 Uhr ist bei mir immer Sense. So spät ist es noch gar nicht. Ne? Nee, ich glaube nicht. Wie spät haben wir es denn? Ja. 21 Uhr, ja, wir liegen ja total gut in der Zeit. Ich hätte gedacht, wir spielen schon seit Stunden. Wir werden noch Stunden spielen. Es sieht für mich gerade total gut aus. Deswegen. Allerdings, ja. Spiele ich. Das ist mir nicht entgangen. Ich spiele Kultivieren. Okay, das hatte ich auch schon. Zwei Standardländer. Genau. Eins kommt getappt rein und eins auf die Hand. Und eins getappt ins Spiel. Okay, möchtest du sonst noch was machen? Bin mir nicht sicher. Habe ich diesen Zug ein Land gespielt? Ich meine nicht. Zählt doch durch, oder? Na, jetzt habe ich gerammt. Ich weiß nicht, welche. Egal. Ich habe keins gespielt. Dann bin ich fertig. Der Chat kann ja zurückspulen und sagt dann, du lügst. Aber. Genau. Nein, sonst würde ich das jetzt noch ausspielen. Aber ja. Wir gehen mal davon aus, ich habe keins gespielt. Da kommt noch eine Skulptur ins Spiel. Und für die Skulptur ziehe ich nochmal eine Karte. Ey, das. Wir müssen was tun, Luma. Wir müssen uns gegen ihn verbünden. Ich greife dir nicht mehr an. Das dürft ihr so, dann habe ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zu Beginn des Endsegments. Das ist jetzt die Frage, wie man das deckt. Also es ist so, wenn man zu Beginn des Endsegments mehr als 7 Karten auf der Hand hat, dann muss man so lange Karten abschmeißen, bis man nur noch 7 hat. Ja. Zu Beginn des Endsegments kommt aber auch die Skulptur und ich ziehe eine Karte. Dann ist es, glaube ich, so, dass ich mir aussuchen kann, was soll zuerst passieren. Judge! Haben wir jemanden im Chat? Ein Judge im Chat? Egal, ich werfe einfach einen Wald ab und fertig bin ich. Okay. Du hast Kultivieren gespielt und dir noch ein. Also ich habe danach einen Wald nachgezogen und es reicht dann im nächsten Turn auch von den Ländern her. Also du hast jetzt schon so viel Mana brauchst du für einen Turn. Das ist beeindruckend, weil bei mir, ich könnte alles ausspielen aus meiner Hand, aber. Mhm. So. Die tappe ich wieder zurück. Ich das Material möchte ich damit machen. Ich spiele ein Gebirge aus. Die tappe ich auch wieder zurück. Da drüben ist noch dein Poli. Genau, den tappe ich auch wieder zurück. Du könntest mal, Dome, Ende meines Zuges, das hast du jetzt einfach mal gemacht, hast du die Terramorphic Expanse geopfert. Dann hast du nämlich einfach ein Mana mehr. Du kannst, also die immerwährende Weite, die kannst du nicht für Mana tappen, sondern du kannst sie wirklich nur nutzen, um sie zu opfern und um dir ein Standardland rauszusuchen. Das kommt aber getappt ins Spiel. Das kannst du aber immer machen. Wir tun jetzt einfach mal so, als ob du während meines Zuges die immerwährende Weite geopfert hättest und dir ein Land ins Spiel gebracht hättest. Ach so, das kann ich jederzeit machen. Ja, ja, ja. Okay. Das kannst du... wann immer du willst. Also würde ich dir empfehlen, dass du in meinem Zug die immerwährende Weite geopfert hast. Mhm, okay, und dann habe ich das mal gemacht. Genau, die packst du in den Friedhof, suchst dir ein Standardland raus und das ist jetzt ungetappt im Spiel. Muss ich das sagen, was ich jetzt nehme, oder kann ich einfach... Das sehen wir gucken? Ja. Das kommt ja, das packst du ja direkt aufs Spielfeld. Es muss aber ein Standardland sein. Also es kann nicht irgendein es muss ein Gebirge oder ein Sumpf sein in deinem Fall. Können mal die Decks tauschen danach. Danach? Ich bin noch gar nicht so weit. Ja, ich versuche immer noch zu überleben und diese. Aber sonst gerne, ja. Genau, dann spiele ich nämlich. Habe ich einen Sumpf gezogen gehabt. Sehr gut. Ich hoffe immer noch, dass hier irgendwie mal so die Bombe explodiert. Jetzt muss ich ja die eigentlich wieder mischen, oder? Genau, die Bibliothek mischen. Hier, da kommt die Antwort. Endsegment ist beendet, wenn alles gewirkt wurde. Also Karten, Draw, dann abwerfen. Ah, okay. Es sind ja zwei Dinge, die im Prinzip zu Beginn des Endsegments passieren. Deswegen hatte ich mich gefragt. Was machen, ja. Aber ich habe vorher noch eine Frage. Und zwar, ich habe ja jetzt einfach nur einen Stapel genommen, um dann einfach durchzugucken. Muss ich jetzt das im Prinzip auch nochmal mischen? Im Prinzip schon. Okay. Aber es ist ja... Also wir sind hier nicht auf einem Turnier, da ist es mir jetzt eigentlich... Ja, einfach nur, um es korrekt zu haben. Ja. Korrekterweise ja. Und auf Turnieren ist es in aller Regel so, dass man den Stapel dann seinem Gegner hinlegt und der hebt einmal ab, damit man dann auch gesichert hat, dass du nichts nach oben gemischt hast oder so. Und manche Leute machen aus dem Abheben dann auch eine totale Wissenschaft und ziehen Karten raus und machen drei Stapel und legen wieder zusammen und so. Ja, ja, gut, dann... Aber gut, spätestens wenn es um viel Geld geht. Tapp ich den, dann... zwei von denen.
und einen von denen und bringen den Nyxilis als legendären Planeswalker raus. Hm. Das kann er so, leg mal ruhig hin. Achso. Der wieder entflammte. Genau. Also, plus 1, du ziehst eine Karte und verlierst einen Lebenspunkt, minus 3, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl und minus 8, ein Gegner deiner Wahl enthält ein Emblem mit, immer wenn ein Spieler eine Karte zieht, verlierst du 2 Lebenspunkte. Das wäre genau das Richtige für Philipp. Der zieht sich tot. dazu kommt es nur, glaube ich, einfach nie. Genau, Obnixilis, der kommt mit Marken ins Spiel. Ja, 5 Stück. Sehr gute Karte, Dome, gefällt mir. In unserem gemeinsamen Zug gegen Philipp. Zwinker, zwinker. Und du kannst jetzt überlegen, ob du die plus 1... Also ich würde an deiner Stelle schon eine der Fähigkeiten einsetzen. Das benutze ich auch. Das heißt, der kommt ja jetzt hier auf 6. Wenn du die erste Fähigkeit einsetzt, ja. Ja, genau. Ich mache plus 1 und ziehe eine Karte. Und verlierst einen Lebenspunkt. Und verliere einen Lebenspunkt, genau. Okay. Na dann... Ich glaube, es wäre in dieser Situation des Spiels sinnvoller gewesen, die Minus-3-Fähigkeit zu benutzen und mir meinen Commander wegzuknallen. Ja. Weil der erzeugt so viel Wert für dich. Ja. Wir können ja gar nicht konkurrieren mit deinen 5-5ern und was hier alles rumläuft. Auch, es gibt eine Karte hier drin, die macht einen 10-10er. So ein Eldrazi-Zwilling. Okay, alles klar, ich enttappe. Ja, aber ich habe noch ein Ass im Ärmel, ich sag's euch gern nochmal. Ich zieh nur Länder, was ist denn los mit diesem Deck? Das ist scheiße, ja. Das ist schrecklich. Geflattet bist du. Das ist doch echt Kiki, Mann. Das ist wirklich Kiki, echt. Ja, ich spiele die sich im Falten der Wildnis aus. Opfere die sich im Falten der Wildnis, durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, bringe sie getappt ins Spiel und mische dann deine Bibliothek. Genau, die macht das gleiche wie die immerwährende weiter. Mach ich gleich. Ja, die Jugend auch noch. Ich sag schon mal, habe ich auch noch auf der Hand, aber man kann sich ja nicht entscheiden. So, das aktiviere ich gleich. Kommt ja eh getappt ins Spiel, also könnte ich sie nicht verwenden. Und nee, dann lasse ich es erstmal. Sicher? Also die Frage ist, ob du deinen Commander castest. Wenn du sowieso das habe ich gerade überlegt, aber das ist halt auch schon, das ist so ein bisschen Magic-Farbenlehre, ne? Ich spiele Rot, Grün und Weiß. Da sind ein paar Kreaturen-Removals drin, also in den Farben. Dome spielt Schwarz. Der kann vor allem gut Kreaturen abrüsten. Mit Weiß und mit Rot kann man das auch. Mit Rot kann man Kreaturen Schaden schießen. Du musst ja Schaden ohne Ende machen eigentlich. Ja. Genau. Und mit Weiß kann man Kreaturen ins Exil schicken, relativ häufig. Es ist die Frage, ich bin immer ein Freund davon, ungenutztes Mana nicht liegen zu lassen. Ja, geht mir auch so. Wenn man Spontanzauber auf der Hand hat, dann lässt man es natürlich offen. Aber ich habe halt Schiss, dass... Dass der Commander wieder abgerüstet wird und dann noch teurer halt, ist. Ich weiß halt auch nicht, wann überhaupt die nächste Morph-Karte kommt, weil ich habe nichts auf der Hand. Also das ist das Problem. Also die Frage ist, werde ich nächste Runde überhaupt die Gelegenheit haben, eine Morph-Karte zu haben, oder ist es für mich nur eine Runde mehr, die er riskiert, wieder zurückgeschickt zu werden. Das stimmt. Das stimmt. Das ist das Hauptproblem. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal so und gebe meine Runde ab mit der sich opfern Fähigkeit. Okay. Suche meinen nach dem Wald, sage ich jetzt mal. Ja, Karten abwerten ist immer das Letzte, was man tun muss, wenn zu viele Karten auf der Hand sind. Da gibt es, glaube ich, eine nice Endlos-Kombo. Discard 2 gleich Draw 2 und das geht immer so weiter. Das kann man bestimmt auch Philips Deck bauen. Mhm. Wenn du rausfindest, wie die Karte heißt, dann schreib das mal rein. Ja, dann würde sich sicherlich sehr freuen. Gut, ich spiele ein Land, ein Gebirge in dem Fall. Tja, was machen wir jetzt? Ich mag deine Farbenkombo auch sehr gerne. Also Rot und Weiß mag ich sowieso sehr gerne. Das spiele ich auch im Standard. Und Grün finde ich einfach immer mit diesen riesen Kreaturen.
schon sehr sahnig, muss ich sagen. So Trampelschaden und so alles. Ach komm her, wir machen jetzt einfach pervers. Viel Damage. Der ist auch noch enttappt. Ich spiele Emara Tandris. Verhindere allen Schaden der Kreaturenspielsteinen, die du kontrollierst, zugefügt würde. Das ist aber jetzt nicht dein dritter Commander sozusagen. Nee. Das ist. Die hat ja auch nicht die Farbidentität. Die ist nur. Also die sorgt jetzt im Prinzip dafür, dass all meine Kreaturenspielsteine eigentlich fast unzerstörbar sind. Und 5-7 dann nebenher auch noch. 5-7 ist sie auch noch. Ja. Tom, du weißt, was du zu tun hast, oder? Oh Gott. So, es ist eine Kreatur mit Stärke 3 oder mehr ins Spiel gekommen. Dann ziehe ich eine Karte. Zeig die Karte ruhig nochmal hin. Ja, das ist unglaublich. So, abartig. Verhindert allen Schaden der Kreaturenspielsteine, die du kontrollierst. Oh, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. So, dann rumpeln wir mal rein. Und zwar den Nashörnern, da kommt wieder eins dazu, weil ich die haben sogar Völkern Trampelschaden, mache. Ne? Die haben Trampelschaden, ja. Und die sind jetzt 5-5 plus 1 plus 1. Siehst du, die haben immer noch Wachsamkeit, ich muss sie immer noch. Wieso haben die jetzt nochmal plus 1 plus 1? Also die sind ja grundsätzlich 4-4. Genau, die sind 4-4. Durch die unangreifbare Tugend haben sie plus 1 plus 1 und Wachsamkeit. Dadurch sind sie 5-5. Achso, ich dachte, du sagtest nochmal dann plus 1 plus 1. Nee, da meinte also ich das hier. Also 5-5er sind das mit Trampelschaden, Wachsamkeit und unzerstörbar quasi. Also genau. Nice. Damit greife ich Doma an. Und zwar greifen zwei von den Token Obnixilis an und ein Token und mein Commander greifen dich an. Das muss man benennen, bevor man. Ach so. Also beim Angreifer deklarieren, ja, muss man das benennen. Knallt natürlich. Dumm hat er die Bedrohung auf dem Brett. Und nichts zum Verteidigen. Naja, doch, du hast deine. Du kannst dir überlegen. Aber das macht ja nicht viel Sinn. Genau. Deine Commanderin das heißt, ist 1-3, glaube ich, ne? Die kann den Commander hier blocken. Dann sparst du dir zwei Schaden. Ja, aber dann ist sie natürlich auch weg, ne? Das muss man sich überlegen halt immer. Wieso? Ob man für der zwei hat Schaden. 2-5 und die hat 1-3, oder irre ich mich? Stimmt, ja. Stimmt, mhm. Genau. Dann blockst du. Wir noch beide überleben. Blocks Commander. Wer greift jetzt mit wie viel was an? Die beiden Tokens, deinen Planeswalker. Ja. Und die beiden dich selber. Okay, dann würde ich halt genauso einmal blocken. Okay, das heißt, du kriegst 5 von dem und. Ja, wobei man muss dazu sagen, wenn dein Commander jetzt einen von den. Ah, nee, der hat Trampelschaden vergewiesen. Mhm. Also, der überlebt, dein Commander überlebt auch. Einer von den Token kommt durch und du kriegst 5 an den Kopf. Mhm. Und die beiden Nashörner rennen in deinen Planeswalker rein und der ist tot. Okay. Und der kommt jetzt in den Friedhof. Genau. Du hättest ihn noch lassen können. Entschuldigung. Dein das Commander wär, weg gewesen. Ist, ja, genau. Oder noch besser dein Typ, der die alle unzerstörbar macht. Mittlerweile ist es dann schon, ne, also was man jetzt im Prinzip braucht, ist ein Wrath, irgendwas, was alle Kreaturen auf dem Tisch einmal abräumt. Irgendein Zorn Gottes oder es gibt ja. in Schwarz gibt es ein paar ganz schöne Karten dafür. Mhm. Gut. Von solchen Karten habe ich gehört. Dann komme ich zu meinem Endsegment. Es kommt wieder eine Skulptur. Ich ziehe eine Karte. 4, 5, 6, 7. 8 habe ich auf der Hand. Schmeiße ich ein Gebirge ab. Wir müssen diese beiden wegkriegen. Und so. Bin glücklich. Vor allem den Typen, weil sonst kriegen wir die gar nicht weg. Okay, Dom ist dran. So, turn. Haben wir eigentlich noch Zuschauer? Nice. Muss ich abzählen. Meine Frau, deine Freundin. So, danke. Zecke Landsberg, dann hatten wir am Anfang ja noch den Solo-Dings da. Dann hier noch den Drop. Also müssen ja mindestens ein paar von unseren Zuschauern schon wieder davon gelaufen sein. Aber die gucken das alle natürlich als Video in der Mediathek. Ich muss auch dazu sagen, für Magic-Stream ist Freitag einfach der schlechteste Tag. Ja, na klar. Alle. 27 Zuschauer! 700! Korrigiert es doch nicht noch. So, und dann. Sprich jetzt so, auch nicht für uns, oder? Oh, hier. Dann tappe ich. Zecke Landsberg sagt, ist eine schwarze Karte. Fuck. Welche war das? Ich komme noch drauf.
Aber wenn Philipp die jetzt aufnimmt, Tisch hätte, was? Ich komme noch drauf. Wenn ich die jetzt auf dem Tisch hätte, würde es, glaube ich, funktionieren. Sword Vessel, No Max Hand wäre aber noch nicer. Ja, Sword Vessel, es gibt auch, es gibt sogar ein Land. Ja. Und ich spiele Wildfeuerteufel. Wenn die Wildfeuerteufel ins Spiel kommen und zu Beginn deines Versorgungssegments bestimmst du per Zufall einen Spieler. Der Spieler schickt einen Spontanzauber oder Hexerika aus dem Friedhof ins Exil. Kopiere die Karte, du kannst die Karte, die Kopie wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu zahlen. Kannst du noch hinlegen? Also 4-2er, wenn die Wildfeuerteufel ins Spiel kommen und zu Beginn deines Versorgungssegments bestimmst du per Zufall einen Spieler. Also, was machst du dann? Nimmst du dafür diesen Fall? Würfeln oder so. Der Spieler schickt einen Spontanzauber und Hexereikarte aus seinem Friedhof ins Exil. Kopiere die Karte. Kannst die Kopie wirken, ohne die Mana-Kosten zu zahlen. Das ist natürlich, wir gucken alle mal, was wir so an Spontanzauber und Hexereien haben. Ich habe tatsächlich nur einen, das ist Kultivieren. Und bei mir genau das gleiche. Ja. Auch nur ein Kultivieren. Und Kultivieren also. Macht was nochmal? Zwei ein Land, Länder, genau. Eins getappt und eins auf die Hand. Ah ja. Bist du bereit, um ihn fertig zu machen? Du musst mir ein Zeichen geben dafür. Ja, ich habe auch noch was auf der Hand, aber das kann ich nur bringen, wenn du ihn dann platt machst. Das ist jetzt ich gegen einen Two-Headed Giant schon fast. Naja, aber wir sind ja auch schwach. So, da haben wir wen. Hallo, ich bin von adwitch.com. Leider hat ihr Kanal aufgrund der geringen Anzahl von Zuschauern schlechte Positionen. Ein schöner Promotion-Post wahrscheinlich, ey. Oh, da ist Johannes. Frank Eugen ist Johannes. Das ist einer aus der Runde, mit denen ich mich mittwochs immer treffe. Sehr gut. Er sagt lustiges Format auf jeden Fall. Ich tappe alle anderen. Ich tappe alle anderen, ist ein guter Punkt. Und spiele Schinder der Hassgebundenen, Kreatur Teufel. Unverwüstlich, wenn diese Kreatur stirbt und falls keine 1-1-Marke auf ihr lag, bringe sie mit einer 1-1-Marke unter der Kontrolle ihres Besitzers zurück ins Spiel. Immer wenn der Schinder der Hassgebundenen oder eine andere Kreatur aus deinem Friedhof ins Spiel kommt, fügt er bzw. sie einem Ziel deiner Wahl Schadenspunkte in Höhe seiner bzw. ihrer Stärke zu. Oh, das ist finster. Ist das jetzt ein Gamechanger? Ja, wenn Dome es jetzt schafft, viele Karten aus seinem Friedhof. Tim, kannst du uns einmal die Karte zeigen, bitte? Unverwüstlich. Auch gut. Also wenn der ins Spiel kommt, kann er schon 4 Damage schießen. Ja, genau. Genau. Nice. Beziehungsweise er muss ja aus dem Friedhof kommen, ne? Ja, danke fürs Reingucken, Frank Eugen. Was meinst du? Immer wenn der Schinder der Hassgebundenen oder eine andere Kreatur aus deinem Friedhof ins Spiel kommt, genau, und dann würde ich halt mit 5 schießen, weil er dann ja eine Marke bekommt. Ja. Aber jetzt müsste er doch auch schon 4 verteilen, oder? Darf ich mal? Nee. Wenn er ins Spiel kommt oder wenn er auf Nee, wenn er aus dem Friedhof kommt. So. Ach so, ja, das stimmt. Dann muss er einmal sterben und danach kann er 5 schießen. Genau. Nice. Wie viele Skulpturen hast du jetzt eigentlich mittlerweile? 4. Das sind jetzt also 4, 5, 5 Wachsamkeit. Ja, nice. Dürfen nicht angreifen und nicht blocken. Philipp. Ganz toll gemacht. So, und dann? Das beendet mein Zug. Okay. Dann tappe ich mal in einen Wald, ziehe eine Karte und jetzt muss die Karte des Jahrhunderts kommen. Hoho! Das gefällt mir gut, ey. Ich stelle aber gerade fest, dass eigentlich in meinem Deck auch noch Sümpfe drin sein müssten. Ja, eigentlich schon. Hätte ich die mal gezogen. Ich bin davon ausgegangen, dass ich nur Insel und Wald habe. Sehr clever. Du hast ja noch eine Evolving Wilds, ne? Aber habe ich die nicht schon eingesetzt? Die habe ich, glaube ich, schon eingesetzt. Sicher? Ja, ich glaube schon. Aber es macht ja nichts. Ich habe ja hier noch meine immerwährende Weite, immer ändernde Weite. Und mache das jetzt mal genauso. Suchen wir gleich einen Sumpf raus, aber... Das ist schon mal, das ist ja richtig nice. Das ist ja, obwohl, nicht stimmt nicht. Ich habe ja hier 2 Sümpfe. Potenziell, ja. Ein Sumpf, 2 Sümpfe, ne? Ja. Und tappe erstmal einen, also die 4 hiervon. Dafür brauche ich schon mal einen Sumpf auf jeden Fall. Und dann einen davon und einen beliebigen.
Und hol mal wieder meinen Commander zurück. Ah, jetzt muss ich zwei mehr zahlen. Genau. So. Jetzt ist der Commander da. Ich muss drei weniger zahlen. Bringe einen Morph-Spielstein ins Spiel. Und bin fertig. Und hole doch mein Sumpf hier raus. Ich bisher beim Mischen noch gar nicht gesehen habe. Das ist natürlich kurios. Wie viele Sümpfe mögen hier drin sein? Hier ist kein Sumpf dabei, möchte ich schon mal betonen. Hier ist ein Sumpf dabei, den hole ich mir doch mal. Was machen wir jetzt? Ich würde mal sagen, ich greife erstmal an. Erstmal angreifen. Ja, das ist ja wunderbar. Zack, da kommt wieder einer dazu. Eine Platzhalterkarte und die haben immer noch Wachsamkeit. Siehst du, das werde ich jetzt jede Runde verpeilen, dass ich die nicht tappen muss. Also die greifen an und der Commander auch. Wen greifen die an? Die greifen. Also ich würde lieber dich angreifen, muss ich sagen. Aber fairer ist es, Dome anzugreifen, weil er mehr Life hat und weil er da gerade die finstereren Blocker liegen hat. Ich greife Dome an. Okay. Also wie viel sind das denn jetzt hier? 4 mal 5? Das sind 20. Und der ist 2er. 2, genau. Was? Du musst 20 Schaden. Ja. Mhm. Das ist das Problem. Deswegen müssen wir... Und vor allem, sie können keinen Schaden nehmen. Ne? Das ist doch viel wichtiger. Ja. Und sie haben Trampelschaden. Also das ist... ja, dumm. Und der andere macht was? Das ist... Wenn er angreift, dann bringe ich einen von denen wieder ins Spiel. Also dann führe ich Proliferieren durch. Das heißt, und der hat welche Stats? 2,5. Okay. Also 2 Damage macht er und 5 kann er nehmen, bevor er tot ist. Dann blocke ich den mit dem Wildfeuerteufel. Nee, Moment, der macht 2,5, ne? Ja. Na, dann geht der durch und ich blocke den anderen. Du könntest ihn, wenn du ihn nicht tot machen willst, mit deiner Anja Falkenrad blocken. Dann überleben sie beide. Das hatten wir ja eben auch. Ne? Ah, die ist 3 hinten, okay. Er ist 5 hinten. Ja, ich vergiss das immer, dass das eigentlich eine Kreatur ist, die ich auch zur Verfügung habe. Ja. Stimmt, dann würde ich den mit dem blocken. Genau. Und dann würde ich den anderen 20er mit dem hier blocken. Einen von den 5 Fünfern meinst du? Ach so, das sind 5 Fünfer. Ja, das ist ein 20er. Nee, das sind 4 Fünfer. Okay, Fünfer. Ja, dann mache ich das so. Gut. Der ist hinten, wie groß? Das ist ein 4-2. Gut, dann kommt von dem 5-5er, der angerammt rumpelt, kommt noch 3 durch, weil er Trampelschaden hat. Mhm, genau. Okay, das heißt, dann kriegst du 18 Damage. Das war dein... War das der Unverwüstliche? Genau. Gut, dann kommt er jetzt wieder ins Spiel zurück. Mit einer +1/+1 mal. Mhm. Achso, der kommt jetzt direkt zurück? Genau, kann 5 okay. Damage austeilen. Jetzt sofort. Flo's Commander ist gerade ziemlich gefährlich. Ja, ich finde aber deinen Commander irgendwie interessanter. Also meiner kriegt 5 Damage, Versuch, genau. Ey, netter Versuch. Gut, dann geht er in die Kommandozone. Und kriegt eine Marke. Aber wenn er jetzt stirbt, ist er ganz tot, oder? Wie wenn er jetzt stirbt. Er geht dann wieder in den Friedhof. Genau. Also mach genau, mal. Er hat ja jetzt eine Marke und genau, wenn halt keine Marke... Pack mal die Marke drauf, damit wir uns das irgendwie merken können. Ah, ja, stimmt. Genau, man könnte jetzt irgendwas spielen, die Marke wieder runterzunehmen und dann kann man es nochmal machen. Oder man flickert ihn ins Exil und dann kommt er wieder ins Spiel oder so. Das sind so Spielereien, die gingen. Oh, was mache ich denn jetzt? So viele Optionen. Ich habe mir gerade meinen Ass im Ärmel nochmal durchgelesen, muss sagen, das ist gar nicht so assig. Ich könnte jetzt meinen Commander gleich wieder casten. Einfach, weil er irgendwie eine schöne Synergie macht. Aber wir versuchen nochmal... Ich glaube, das ist der Sinn. Wir versuchen nochmal was anderes. Ich spiele Atla Palani, Behüterin der Natur. Für 2 Farblose und... Die können wir mal da vorne hin tun. Für 2 Farblose und Tappen mache ich ein 0-1 Nest-Kreaturen-Spielstein mit Verteidiger. Den hab ich schon mal gehört. Mit Verteidiger heißt, er kann nicht angreifen, sondern nur verteidigen. Und immer wenn
wenn einer von den Nestspielsteinen kaputt geht, dann decke ich so lange Karten von meiner Bibliothek auf, bis ich eine Kreaturenkarte aufdecke und die bringe ich dann ins Spiel. So. Ja, nice. Dann habe ich noch 4 Mana offen. Dann spiele ich noch einen wandernden Tempel. Stärke und Widerstandskraft des wandernden Tempels sind gleich der Anzahl an Kreaturen, die ich kontrolliere. Ist viel einfach. Zu viel. Und ich ziehe eine Karte. Ja, wie viel hat er denn jetzt? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also das ist jetzt ein 10-10er. Aber es ist halt auch nur ein 10-10er. Ne? Also der trampelt nicht. Bei 18 Leben ist das nicht mehr viel. Das stimmt, aber den kannst du halt, wenn du da irgendeine 1-1-Blocker vorschmeißt, dann macht der halt gar nichts. Dann spiele ich noch Krosas Waldrand und bin fertig. Kommen wir zu meinem Endsegment. Da kommt dann hier wieder einer ins Spiel. Ich ziehe eine Karte für den. 7 Handkarten, dann bin ich glücklich. So, wir bringen dich in Sicherheit. Ach so, jetzt hatten wir das, glaube ich, ausgelassen. Ne? Ein Spieler schickt. Ach so, ich muss ja per Zufall auswählen, von welchem Friedhof. Wann passiert das immer? Wenn die Wildfeuerteufel ins Spiel kommen und du zu Beginn deines Versorgungstermins bestimmst du per Zufall einen Spieler. Ja. Genau, dann... Das ist, glaube ich, einmal, wenn er ins Spiel kommt, ne? Genau, nee, wenn er ins Spiel kommt und zu Beginn deines Versorgungssegments. Das passiert jetzt immer zu Beginn deines Versorgungssegments, wenn ich das richtig sehe. Erstmal enttappst du deine Länder alle und ziehst eine Karte. Ach so, und zu Beginn? Glaube ich. Ach so, das heißt, ich habe das jetzt schon zweimal ausgelassen. Das kann sein, wenn er schon zweimal lag, dann... Okay. Als wir ins Spiel gekommen sind und danach halt einmal. Okay, das heißt, ich muss jetzt per Zufall einen von euch bestimmen. Ja. Achso, ich enttappe die erstmal alle. Also, da genau 1 bis 3 ist Flo und 4 bis 6 bin ich. Ja, ha. Kriegt er eine Kopie von deinem. Genau. Und was passiert mit seinem Hexerei-Ding? Ich bekomme einfach eine Kopie und kann die dann halt sofort ausspielen. Ja, nice. Und meine Hexerei geht ins Exil oder bleibt im Friedhof? Geht ins Exil. Okay. So, das war jetzt was für eine? Das war ein Kultivieren. Du darfst deine Bibliothek durchsuchen und darfst 2 Standardländer, 1 kommt getappt ins Spiel und 1 nimmst du auf die Hand. Eine Karte. Und dann suche ich einfach Standardländer, waren das. Gut. Dann kommt der getappt und einer kommt normal rein. Ne? Einer kommt auf deine Hand. Achso, auf meine Hand. Okay. Genau. Den kannst du jetzt ausspielen und dann kommt er normal rein. Mhm. Genau, weil ich habe ja noch kein Land ausgespielt. Habe ich jetzt eigentlich dieses? Ja, hab ich. Und bist du dann fertig oder wolltest du noch was machen? Nein, ich mach noch. Jetzt mach das doch immer am Ende, also wenn du fertig bist im Grunde. Mit dem Mana kannst du eh nichts anfangen, weil es getappt ins Spiel kommt. Aber dann... So, ja, das Land, was auf die Hand kommt, kann vielleicht sinnig werden. Oh Mann. So, den tapp ich und den tapp ich und bring verdammter Geisterbeschwörer. Opfere den verdammten Geisterbeschwörer und bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof zurück ins Spiel. Mhm. Nice. Das ist gut. Aber leider der falsche Zeitpunkt. Na, da ist er schon mal. Ja, aber das ist ja genau das Problem. Ich versuche dir nur zu helfen. Und dann... Achso, die waren ja jetzt getappt, genau. Und habe ich 2 von denen und 1 von denen. Und bringe Seuchenseher. Wenn der Seuchenseher ins Spiel kommt, opfert jeder Spieler eine Kreatur oder ein Planeswalker. Jeder Spieler, der das nicht kann, wirft eine Karte ab. Der das nicht kann oder möchte? Der das nicht kann. Ja, das ist ja schlecht. Ich glaube, ich opfere den totgeweihten Bildhauer. Oh no, Alter. Ist das eine Kreatur? Ja. Ja, das ist das Problem. Jetzt können sie angreifen.
Und dann auf Wichtigen. Okay. Ist sie fertig? Yep. Ich enttappe. Achso. Ziehe eine Karte. Hast du zum Beispiel das jetzt machen können? Ja, ist die Frage. Also den opfern oder du hättest zum Beispiel die. Wie heißen sie? Schinder des. Hassgebunden, ne? Genau, die Damage machen und dann hättest du sie im nächsten Zug mit dem, den du opferst, wieder zurückgeholt und wieder 4 Schaden geschossen. Was ist das nochmal für ein Buddy hier in CC, ne? Genau, naja, jetzt ist es noch ein. Ah, okay. Ja, doch. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quatsch. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Für ihn selber gilt es auch. Alles klar, so, dann, das, okay, jetzt probieren wir es mal. Also, ich morphe die hier. Die Morphkosten sind X plus 2 Sümpfe. 2 Sümpfe tappe ich hier. Tappe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt, wenn der Bann alles Lebens aufgedeckt wird, erhalten alle Kreaturen minus X bis zum Ende des Zuges, also alle minus 7. Damit müssten so ziemlich alle bis auf den 40 da. Eigentlich nicht. Die beiden sterben bei mir, weil das sind auch Kreaturenspielsteine. Warte mal, verhindere allen Schaden der Kreaturenspielsteine, die du kontrollierst, zugefügt würde. Aber das ist ja kein Schaden. Die kriegen ja minus. Ja. Das stimmt. Das ist die Frage. Ist das Schaden oder ist Minus X? Es gibt Schaden, es gibt Minus und es gibt Marken. Gehen wir mal davon aus, dass es so ist. Dann würde ja bedeuten, wenn jemand plus eins bekommt, dass er Leben bekommt. Und man bekommt ja, es gibt ja Karten, die, oder sehr viele Karten, die Counter bekommen, wenn du zum Beispiel Leben bekommst. Und die triggern ja nie, wenn jemand plus eins bekommt. Gut, dann stirbt alles. Ja, alles stirbt. Nee, nur bis auf deinen Fuzzi da. Nee, der stirbt auch. Was? Wieso? Weil alle anderen tot sind und er hat auch minus 7 bis zum Ende des Zuges. Immer wenn der andere stirbt, hat er ja ein weniger. Der ist ja nur so stark, wie alle Kreaturen da liegen. Das heißt, wenn nur noch Und jetzt hast du keine Kreaturen. Ist es ein 1-1er für sich selbst und jetzt hat er minus 7, minus 7. Alles klar, also das hätte ich jetzt nicht gedacht vom Timing her. Aber die sind ja jetzt auf dem Friedhof dann, ne? Stimmt. Oh Gott. Ah, siehst du. Und mein Commander ist ja auch tot, ne? Ja. Und was mit dem hier, der müsste ja auch tot sein. Ne? Ja. Ist auch tot, Domus ist auch alles tot. Achso, du hast an allen einmal den Schaden gemacht. Okay. Ja. Das heißt auch alles. Ein schönes Clear the Board. Ja, da habe ich drauf gewartet. Aber es wird einfach immer besser, wird es, Philipp. Ich spiele nämlich jetzt das Bojukamor. So, das heißt, die ist jetzt auch weg und bekommt einen. Genau. Und ich bekomme sogar noch einen hier, ne? Und schickst meinen Friedhof ins Exile. Genau. So ist es. Auch nochmal ganz kurz zur Erklärung. Das ist ein Nicht-Standardland. Nicer Move. Ja, danke, Zecke Landsberg. Herzchen für dich. Ein richtig schlechtes Herzchen für dich. Ein Kackhaufen. Nein, es war ein Herzchen für Zecke Landsberg. So, also der kommt auch rein. Und jetzt haben wir uns erstmal. Jetzt gönnen wir uns mal eine kleine Pause hier, Leute, ja? Jetzt beruhigen wir uns mal. Ich muss das Herz nochmal machen. Oh, sorry, ja, es wurde nicht gezeigt. Hier nochmal ein Herzchen für Zecke Landsberg. Und dann bin ich fertig. Oh, das hat gut getan. Sehr gut. Ja, dafür ist das schwarze Deck halt da, ne? Das Schwarz in meinem Deck, meinst du? Oh, du hast recht, guck mal, entweder habe ich das schon so bekommen und es ist auch heute erst aufgemacht, oder sind schon richtig harte Kratzer. Nee, auf den Karten selbst, nicht auf den Hüllen. Ja, aber die Hülle hat ja jetzt auch schon einen dicken Kratzer, könnt ihr das machen? Ja. Ja, krass. Ja, guck mal hier. Ja, das war vielleicht vorher auch schon, aber bei den Hüllen ist es ja egal. Oh. Hauptsache, es ist nicht auf den Karten drauf. Nee, kann man leider nicht sehen, schade. Ha, Herzchen im Chat, ey. Genau, spammt mal Herzchen für meinen Move. So, dann, wenn hier gerade sowieso überhaupt nichts los ist. Jetzt bringt er alle wieder zurück. Spiele ich ein Lied der Weltensee. Immer wenn ich einen Zauberspruch wirke, führe ich Bevölkern durch. Okay. Und dann spielen wir noch einen Bottich der Nachäffung. Die Mimik Fett. Immer wenn eine Nicht-Spielstein-Kreatur stirbt, kann ich sie ins Exil schicken, also auch bei euch. Und falls ich das tue,
kommen die anderen Karten, die mit der schon ins Exil geschickt wurden, wieder in Friedhof. Also es kann immer nur eine da drin also sein. Du kannst quasi einen Spielstein von uns ins Exil schicken, nicht deine bei uns ins Exil. Wenn auf dem Battlefield eine Karte ist, eine Kreatur, und die stirbt, dann kann ich sagen, anstatt dass die bei euch in den Friedhof geht, geht die ins Exil und ins Mimic Fett Exil. Und dann kann ich für drei und tappen einen Spielstein von dieser Kreatur machen. Nice, das ist ja richtig schlecht. Wir stellen die mal hier ganz kurz zum Bejubeln. Oh, warte mal, ich glaube. Richtig schön viel Text. Oh, jetzt haben wir hier den falschen Winkel. Wie kommt das denn? Weil du es gerade umgestellt hast. So, jetzt. Richtig viel Text, da hat Unrecht. Ich spiele noch im Wald und bin glücklich. Okay, das freut mich. Du weißt eigentlich, dass ich dich auf jeden Fall gerettet habe gerade? Ja. Ich habe nur, der Typen hätte es halt noch eine Runde länger drauf behalten, dann hätte er auch noch... Na, Dome wäre jetzt tot gewesen. Ah, die Karte. Dome wäre jetzt fertig gewesen, sagst du? Ja, ich denke schon. Ja, siehst du? Lifesaver. Oh, warte, ich muss noch mal hier die Karte von eben natürlich. Die haben wir gar nicht gezeigt. Das ist natürlich bitter, weil das ist die sensationellste Karte in dieser Runde bisher. Meiner Meinung nach. Allerdings muss ich auch sagen, eigentlich ist diese Morph-Fähigkeit da echt sogar noch hinderlich, oder? Weil ich bin das Risiko gelaufen, dass ihr mir die wegnehmt. Also kaputt macht, wegnehmt, wie auch immer. Ja, wir wissen ja nicht, was das ist. Also das kann ja schon sein, dass da so eine Karte drin ist. Es kann auch sein, dass da irgendeine Hans-Wurst-Karte drin liegt. Ja, aber 2-2er nimmt man auch gerne mal mit. Also, was habt ihr jetzt gerade für Karten quasi liegen? Ich habe nur Länder. Ich habe 3 Verzauberungen liegen und ein Artefakt. Okay. Dann... Dieses eklige Artefakt hat er, möchte ich noch mal betonen. Spiele ich... Also jetzt noch 3, nämlich die, dann tappe ich noch einen hiervon und spiele die Verzauberung, anschwellender Kriegssturm. Immer wenn eine Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, fügt sie ein Ziel deiner Wahl Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. Das ist richtig finster. Nice. Kleine Randbemerkung, wusstet ihr eigentlich, dass die Länder... aus dem Commander-Deck. Damit bin ich übrigens fertig. Ein großes Panorama ergeben. Ich weiß bloß nicht mehr, in welcher Reihenfolge. Ich habe jetzt keinen passenden Sumpf, aber alle 5 ergeben ein Panorama. Okay. Muss ich nachher auch mal angucken. Das ist das Gebirge, was dazu gehört. Okay, du bist fertig? Ja. Dann enttappe ich. Kannst du deine Karte vielleicht nochmal hier hinlegen? Du meinst die hier? Nochmal durchlesen. Das ist natürlich bombastisch, ne? Richtig gute Karte. Ich ziehe eine Karte. Okay. Ja, da weiß ich immer noch nicht so richtig, was der Sinn dahinter ist, aber das ist eine richtig schlechte Karte, wenn ich mich frage. Ich tappe 3. 1, 2, 3 und spiele hier eine Morph-Karte. Eine Morph-Karte und spiele dann Golgari Verrottungsfarm. Die Golgari Verrottungsfarm kommt getappt ins Spiel, also schon mal scheiße. Wenn die Golgari Verrottungsfarm ins Spiel kommt, bringt ein Land, das du kontrollierst, auf die Hand seines Besitzers zurück. Also kann ich jetzt nochmal, um mich selbst zu bestrafen, nochmal ein Land auf meine Hand nehmen. Wieso? Die macht dafür auch 2 Mana, ne? Die macht ein rotes und ein weißes, wenn du sie tappst. Gut, dass du das sagst. Sehr gut. Also eigentlich eine sehr geile Karte. Vor allem, es gibt halt Karten, wo drauf steht, zahle 1 und enttappe ein Land. Und wenn du das enttappst und dann wieder tappst, hast du 2 Mana und hast einen Vorteil. Ja, sehr gut. Also gut, dass du hier sitzt, Philipp. Okay, und bin dann... Ich habe noch keine Marke hier, ne? Habe ich noch genug Kohle für den? Der braucht ja jetzt 4, 3, 7, ne? 8. 1. 2 Marken hat er, ne? Ja, aber dann kriegt er dann nicht 2 mal 4, also 2 mal
2, also 4? Ja, ja, 4 so, plus das die 4, die er selber noch alles hat. Alles klar, genau. Oder 8, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alles klar. Wie berechnet sich das nochmal? Für jeden Tod musst du 2 mehr bezahlen. Okay, das heißt, ich müsste bei meinem dann 3 und... 2, also 5 insgesamt. Ja, genau. Ja. Ja gut, dann bin ich offensichtlich fertig oder übersehe ich irgendwas? Nee, ne? So richtig das Mouth-Deck. Ich finde Philips Deck einfach geil. Ich muss dazu sagen, wir haben im Vorfeld natürlich besprochen, wer welches Deck nimmt. Und Philipp war schon heiß auf das Morph-Deck. Und ich war auch genauso heiß auf das andere Deck. Und ich habe einfach mal keine Ahnung gehabt, was mich erwartet. Obwohl, das Vampir-Deck ist auch geil. Aber Madness kam bisher noch kein einziges Mal zum Tragen, ne? Nee. Genauso wie meine Morph-Fähigkeit. Obwohl, das eben war ein guter Move. Obwohl ich, wie gesagt, wenn du die Karte so auf der Hand gehabt hättest, wäre sie genauso geil gewesen. Mhm. Also das hat ja nichts mit Morph zu tun. Was macht man nur, was macht man nur? Man spielt ein Land. Ja, das ist nie verkehrt. So, dann gucken wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, dass du das gesagt hast, dass ich 2 damit erzeugen kann. Das ist ja eine geile Karte. Das ist schon mal scheiße und jetzt finde ich noch was, das ja voll Mist, aber... Ja, man muss die erstmal erklärt kriegen hier, für die Dummen. Wir legen jetzt einfach Druck auf den Tisch wieder. Garuks Rudelführer. Immer wenn eine Kreatur mit Stärke 3 oder mehr unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du eine Karte ziehen. Und Seele von Zendikar. Das ist eine 4-4 oder was? Das ist eine 6-6. Also nee, die erste Karte. Wieso bringst du eigentlich nicht dein Commander raus? Das wird doch jetzt richtig lohnenswert gewesen, oder? Nö, noch nicht. Kann man später machen. Dieses Bevölkern ist natürlich dann besonders geil, wenn man Token hat. Also die 4-4-Token waren ja schon nett. Aber jetzt, ne, machst du 6-6er. Nee, das sind 3-3er. Das wären 3-3er. Aber weiß ich nicht. Mir von euch eine Kreatur klauen, in den Bottich der Nachwerfung reintun. Wenn du den hättest, würdest du doch 6-6er machen, oder irre ich mich? Nee, das ist kein Spielstein hier. Das sind ja beides richtige Kreaturen. Du kannst nur Spielsteine kopieren? Genau, mit Bevölkern kann man nur Spielsteine kopieren. Ich dachte, jede Kreatur. Nee, es gibt bestimmte, die können dann aus einer Kreatur. Dann war das ja ein richtig guter Move gerade. Das war schon ein ziemlich guter Move. Genau, es lohnt sich für mich gerade nicht so richtig, den Commander draußen zu haben. Okay. So. Stärke von Kreatur, Stärke 3 oder mehr unter meiner Kontrolle ins Spiel gekommen. Ne? Dann ziehe ich für den eine Karte und ich ziehe für den eine Karte. Also 2 Karten. Genau. Und ich könnte jetzt Bevölkern durchführen für den hier, aber ich habe keinen Spielstein. Deswegen kann ich auch nicht bevölkern. Verstehe. Gut, und dann bin ich fertig. Ja, alleine dieser Zug, wie stark Kreaturen er dadurch wieder bekommen hat. Das ist unverschämt. Aber Domo holt ja jetzt hier gleich seine... Domo holt gleich die Klatsche raus. Ja, Peitsche holt er raus. Mein Commander ist jetzt schon so teuer. Mhm. Gibt es irgendwann diese Phase, wo er zu teuer ist und du ihn dir nicht mehr leisten kannst? Ja. Das ist. Was war denn das? Am Küchentisch spielt Johannes ein Deck, mit dem er proliferiert. Das heißt, er legt zusätzlich. Ja. Ne, irgendwo liegt eine Marke und er legt noch eine Marke drauf. Und sein Commander sagt, zum Ende des Zuges legst du Marken drauf. Und dann spielt er Kreaturen, die Giftmarken verteilen. Und sein Commander sorgt dann dafür, dass bei dem Spieler Giftmarken auch hochgedreht werden. Und mit 10 bzw. 15 Giftmarken hast du das Spiel verloren. Das ist so ein bisschen wie Commander Damage. Das ist so eine ältere Mechanik. Und dem wurde der Commander am Mittwoch, glaube ich, in der einen Runde 4 oder 5 Mal abgerüstet. Der hat irgendwann 10 Farblose mehr gekostet und da kannst du ihn dir nicht mehr leisten. Also da machst du in deinem Zug einfach nichts mehr. Bei mir ist er ja auch schon sehr teuer, ne? Also ich meine, ja, 8 Marken. 2 Marken gehen ja noch. Was hast du jetzt da gerade liegen? Das war einmal eine 4-4 und 6-6er mit 6-6. Mega-Fähigkeiten. Okay. Ein 6-6er und der 6-6er hat Reichweite, das heißt, er kann fliegende Kreaturen blocken. Mhm. Tim, siehst du eigentlich noch meine Länder hier unten oder sind die schon abgeschnitten? Hier sieht man noch, ne? Ja. Hier sind Haufen Länder. Achso, den haben wir auch noch.
mal unter meinem Morph gucken. Guck dir bitte weg. Ich guck auf den Bildschirm. Geile Karte. Ja. Geile Karte. Das ist okay, ungefähr also so. Ich hab den. Boah, geile Karte. Oh. Ja, Morph bringt eigentlich gar nichts, die, wenn man sich das überlegt. Es ist genauso geil, als wenn man die direkt auf der Hand hat. Nö, du kannst sie ja jederzeit aufmorphen. Aber es gibt ja auch Spontanzauber, also. Ja, aber dann, ein Spontanzauber ist dann weg. Da hast du dann immer noch eine Kreatur liegen. Also letzten Endes legst du dir ein paar Optionen hin und kannst sie dann, wenn das dann eben soweit ist, benutzt du sie und morphst sie auf. Das ist eigentlich schon... Ich weiß auch nicht, ich finde auch den Commander gar nicht so stark. Also ich spiele erst einmal Nachtschattenmeuchler aus. So. Wenn der Nachtschattenmeuchler ins Spiel kommt, kannst du x schwarze Karten aus deiner Hand offen vorzeigen. Falls du dies tust, erhält eine Kreatur deine Wahl minus minus bis zum Ende des Zuges. Also das ist halt, wenn ich eine Karte vorzeige, dann erhält eine Kreatur meiner Wahl die entsprechenden Abzüge. So. Ja, also deine eigenen, oder was? Nein, meiner Wahl. Da nehme ich sein Sechser. Können wir die mal hier hinlegen? Also es macht ja keinen Sinn, dass ich meine eigenen... Wenn der Schattenmeuchler ins Spiel kommt, kannst du x schwarze Karten aus deiner Hand offen vorzeigen. Falls du dies tust, deine Wahl minus x bis zu mhm. Und wie bestimmt sie x? Das ist, wenn ich diese Karte jetzt vorzeige, ich habe eine schwarze Karte. Mhm. Und damit. Ist das 1 oder was? Genau. Mhm. So, und dann bekommt der 6-6er einen abgezogen. Mhm. Bis zum Ende des Zuges. Genau. Und jetzt spiele ich nämlich parallel die aus. Jetzt wird ein Schuh draus. Und jetzt mache ich nämlich auch die 5 Schaden auf den, der jetzt 5-5 ist. Nice. Und vor allem sieht die Karte mega geil aus. Also stell die auch nochmal hin. Genau, stell die mal hin. Ja. Sieht schon geil aus mit Foil-Effekt. Was heißt denn nochmal bedrohlich? Dass sie nicht nur von einer Kreatur alleine geblockt wird. Ah, okay, das heißt, er braucht mindestens 2. Enthält plus sowieso, wo x gleich die Anzahl der Lebenspunkte ist, die du in diesem Zug verloren hast. Habe ich nicht, immer wenn Krebe angreift. Zeig ruhig nochmal die Karte hier bitte. Dann können wir sie alle lesen. Immer wenn Greven angreift, kannst du eine andere Kreatur opfern. Falls du dies tust, ziehst du so viele Karten, wie die Stärke der Kreatur beträgt und verlierst Lebenspunkte in Höhe der Widerstandskraft so der Kreatur. Ja. So. Krasse Karte. Mhm. Auch ein Commander. Auch, ja, ja, der ist auch als Commander. Und mit dem mache ich noch 2 Schaden. Und die kann ich, glaube ich, auf dich direkt dann machen, ne? Ja. Genau, dann mache ich das. Ja, ich mache das gerne. Jetzt spiele ich hier wirklich gegen 2. Luft wird dünner, was? Normalerweise hätte man die 2 Schaden natürlich genommen, um den Morph, um den Morph-Hans da wegzubrennen. Ach stimmt, den habe ich nicht gesehen, weil er ist getarnt im Grau. Er ist unsichtbar. den 2er, ja, stimmt, hast du recht. Ja, also eigentlich, wenn man gerade 2 Schaden schießen kann, aber es ist schon richtig, mir das an den Kopf zu schießen. Ja, für die 20 oder 18 vorher. Ja, ob ich das überhaupt gewohnt hätte. Naja, okay. Hast du nicht eben gerade noch gesagt, oh, das ist so eine geile Karte und gelacht und... Okay. Deception. Bist du fertig? Ja, jetzt bin ich durch. Ich tappe, ziehe eine Karte. Geht dann bald. Geiler Move. Das ist richtig krass. Jetzt wird's eng. Richtig krass. Ja, ach Mann, ich hab einfach. Das ist irgendwie. Gerade die Seele von Sendika zerknackt, ne? Die nehme ich natürlich in die Fette. Das ist ja. Was machst du denn damit? Ach, verpeilt. Wie machst du das nochmal? Die geht, jetzt in den Bottich der Nacherfung. Und der kann jetzt hier irgendwie dann eine Kopie erzeugen. Genau, oder, ne? Für 3 mache ich davon eine Kopie. Die hat Eile. Und zu Beginn des nächsten Endsegments geht sie ins Exil. Du hast eine Runde. Ja. Das ist also eine schlechte Kopie. Ja. Die dann sofort auseinanderfällt. Ja.
Die Frage ist, was passiert, wenn ich mir damit einen Token mache und den dann bevölkere? Geht dann der bevölkerte Token auch ins Exil? Hätte jetzt nein gesagt, aber. Mhm. Erstmal mache ich jetzt nochmal, ich hole meinen Commander mal wieder aus der Schubkarre hier. Zappe 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und da ist er wieder. Hallo, Cardena. Ja, wie geht's so, altes Haus? Und dann, bin ich fertig. Dein Commander ist in der Zone, ne? Ja. Das ist ja auch nett. Von Naya. Das kann ich opfern und Birkwald oder Ebene ins Spiel bringen. Und so macht es mir einfach nur ein farbloses. Unsere Truppen ziehen so ein bisschen auf, habe ich den Eindruck. So, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich caste meinen Commander. Da ist er ja. Hallo. Hallo, Commander. Der bringt einen Nashorn mit. Das Nashorn macht nochmal was? Trampelt. Das genau, trampelt das und. Das Entscheidende ist, dass es ein Spielstein ist. Genau. Dass es groß genug ist, damit ich zwei Karten ziehe. Eine für ihn und eine für die Verzauberung. Das ist dann nochmal welche Stats? Und jetzt gerade? 5-5. Okay. Durch seine komische Verzauberung hier. Achso, und Wachsamkeit, die wird nicht getappt bei meinem Karten. Und Trampelschaden hatten wir schon erwähnt. Sind noch Leute im Chat, Tim? Da sind noch Zuschauer da. Ah, das ist der stille Zuschauer. Hi, Leute. Gut. Soweit. Den habe ich gerade gecastet und das Nashorn ist gerade gekommen. Ne? Das heißt, der ist im Prinzip da. Du hast da liegen einen 5-5er und einen 2-1er. Genau. Du hast einen 3-3er und einen 2-2er. Dann mache ich mir einen 6-6-Token. Oh. Ziehe so zwei weh, Karten. Ey. Und dann kommen die beiden bei dir vorbeigerumpelt, lieber Florian. Ach, das ist ja wunderbar. Ein 4-4er und ein 6-6er, ja? Yep. Ja, das ist ja herzallerliebst. Guck ich nochmal, was ich so an Karten auf der Hand habe. Ah, nichts. Nee, ein 3-3er und ein 6-6er. Nee, ach Quatsch, nee, 4-4er, 6-6er, ja, das ist richtig. Jürgen Bock. Ja, shit ist das, Mann. Was hat denn der nochmal für Fähigkeiten? Immer wenn eine andere Kreatur mit Stärke da, kannst du eine Karte ziehen. Mhm. Das ist ja unverschämt, ey. Wachsamkeit tatsächlich, aber er stirbt ja eh gleich wieder. Mann. Ja, lass ich durch, dann krieg ich 10, ne? Ja. Im Chat wurde die Frage gestellt, wie lange das Spiel noch geht. Wie lange das Spiel schon geht? Über eine Stunde, gespielt haben wir es jetzt. Oh, das ging ja schnell. Also 10 vor 10 haben wir jetzt mittlerweile. Also war nicht ganz 2 Stunden. Ich würde mal so sagen, anderthalb. Um den Dreh so. So, dann komme ich zu meinem Endsegment. Der geht wieder ins Exil. Das hört sich schon an wie 1, 2, 3, Endgame. 4, 5, das 6, ist jetzt 7, euer 9, Endgame. 9 Karten, 2 muss ich abwerfen. Ich werfe ab. In Einklang bringen.
Und Kolossale haben halt. Und dann bin ich fertig. Ist ja schön. Mit Dom ist dran. Dauern Commander-Runden generell sehr lange, oder? Multiplayer kann schon sehr lange dauern, ja. Ich meine, es ist auch so, dass natürlich wir kennen alle die Decks nicht. Wir überlegen alle relativ viel. Und dein Must-Removal, ne, also immer dann, wenn irgendeine Karte kommt, die einmal alles vom Tisch abrüstet, dann geht es natürlich wieder von vorne los. Ich hätte Bock auf eine Pizza. Kann ich eigentlich, wenn da Opfern draufsteht, das auch sofort benutzen oder muss der auch erstmal eine Runde durchlaufen? Das kannst du sofort benutzen. Okay. Weil? Das kommt drauf an, wenn du es tappen musst, ne? Wenn da so, genau, wenn da so ein Tapsymbol dabei ist. Achso, okay. Also dann, was du tappst, ist, unterliegt halt der Einsatzverzögerung. Mhm. Und alle anderen Fähigkeiten sind aber sofort. Gut, dann tapp ich das und das. Spiele Magus des Rats. Kreatur, Mensch, Zauberer. Eins und Feuer und Tappe, Opfer dem Magus des Rats. Jeder Spieler wirft alle Karten aus seiner Hand ab und zieht dann 7 Karten. Oh, vielleicht gar nicht so schlecht. Darauf, dass du den spielst, reagiere ich. Oh, hi. Und spiele ein trennendes Wachstum. Ich zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung meiner Wahl und führe dann Bevölkern durch und ich zerstöre dir das Ding, was immer, wenn du eine Kreatur ins Spiel bringst, Schaden schießt. Aber Dome darf ja erstmal noch seine Schaden da aufteilen von seiner Verzauberung, oder? Nein, nein. Den hat er direkt geblockt. Ach so. Genau, also er spielt den, der geht quasi auf den Stack, dann lege ich meinen oben drauf auf den Stack und dann wird der Stack von oben abgearbeitet. Verstehe, aber das heißt, jetzt hast du die ja doch hingelegt, oder war das ein anderer? Ja, ja, nein, der Magus kommt ins Spiel, aber bevor der ins Spiel kommt, schieße ich ihm das Ding da hinten weg, damit Ich dachte, du neutralisierst den. Friedhof oder Exil? Friedhof. Und dann führe ich Bevölkern durch und bringe mir noch einen Nashorn ins Spiel. Und immer wenn ich einen Zauberspruch wirke, führe ich Bevölkern durch. Dann bringe ich mir glatt noch ein Nashorn ins Spiel. Das ist ja toll. Das ist ja, und da hätte ich ja eben auch viel mehr Nashörner machen können schon. Wie viele Nashörner hast du denn jetzt schon? Jetzt habe ich schon 3. Das ist ja toll. Die sind 5-5. Alter Mann! Und immer, was wenn sollen ich, wir denn dagegen Mensch, tun? Was sind das, die Synergien hier, ne? Ich verpeile sie ja selber die ganze Zeit. Es sind gerade 2 Kreaturen von Stärke 3 oder mehr unter meiner Kontrolle. Für jede davon ziehe ich 2 Karten. 1, 2. Was jetzt so gut ist? Ich habe den Eindruck, das wird immer mehr zur Belastung. Dass ich so viele Karten ziehe? Ja. Nein, Karten sind... Die Gefahr ist, dass ich irgendwann keine Karten mehr ziehen kann, dann habe ich verloren. Aber ich habe noch genug in meiner Bibliothek. Dann greife ich mit Greven Flo an. What? Warum das denn? Du greifst wen an? Flo. Flo hat er gesagt. Warum das denn? Hab ich gefragt. Damit er nicht drauf geht. Ja. Aber du weißt doch gar nicht, was ich auf der Hand habe. Du weißt ja auch gar nicht, was da gemorpht ist. Aber ja, die Überlegung, ja. Die Überlegung ist schon sinnvoll. Ja gut, okay, dann entmorph ich den jetzt und zappe ein weiteres, also ein beliebiges, ein Wald und eine Insel. Mal das hier und eine Insel. Und hol die Kreatur meiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück. Das ist der Typ da hinten. Mhm. Der Greven. Und dann ist er halt wieder eine ganz normale Kreatur. Mhm. Also den nehme ich jetzt einfach wieder auf die Hand. Yep. So. Gleichzeitig, wenn er angreift, achso, wurde das jetzt, konnte ich damit jetzt angreifen oder nicht? Du hast ihn deklariert, also. Mhm. Ja. Gut, dann opfere ich jetzt den hier. Opfer den Magus des Rats. Jeder Spieler wirft alle Karten aus seiner Hand. Den hast du gerade erst gespielt, oder? Musst du den tappen? Dafür, ne? Stimmt, ja. Den hast du gerade gespielt, da hat er doch die Verzauberung. Ach so, weil, okay. Hatten wir ja gesagt, alles was getappt ist. Ich dachte, weil ich den jetzt opfern kann. Ja, gut. Nee, unterliegt ja der Einsatz, haben wir gesagt. Okay. Okay, das war's, oder? Das war's. Ja, ich hab ja. Hättest du ihn ja nochmal ausspielen können. Ach so, stimmt. Wenn ich das kann. Ja, wenn du genug Mana hast, dann kannst du das. Dann mache ich das auch. Dann nehme ich nämlich den, den und den und dann kommt der wieder rein. Okay. Fertig? Ja. Ich
ihn tappe. Jetzt muss ich gucken, ob das so ist. Mal gucken. Also wir lernen ja dazu alle. Ne? Also ich ziehe erstmal eine Karte. Waffenrock wäre total großartig in dem Deck hier. Was wäre gut? Ein Waffenrock. Was auch immer das ist. Artefakt und alle Kreaturen kriegen +1/+1 für jede andere Kreatur mit dem gleichen Namen. Das heißt. So, ich morphe einmal. Oh. Oder mit dem gleichen Kreaturentyp, glaube ich sogar. Dann greife ich den Dome an. Das ist schön, dass ihr euch gegenseitig. Ja, der hat es ja, auch gemacht. So, der fliegt, den kannst du nicht blocken. Okay. Zeit, was das Fliegen ist, aber. Nee. Also, dann kriegst du dafür schon mal zwei, aber ich habe hier noch den 3-3 herumlaufen. Dann block ich den. Mit wem denn? Mit dem 5. Okay. Ist man in einer Command Zone? Krieg ich da eine Marke drauf, bitte? Die Marken. Ach, sorry. Ja, ist egal, mach ich gleich selber. Und dann spiele ich 2 Inseln und 3 weitere. 1, 2, 3. Und spiele meine absolute Lieblingskarte und eine der wertvollsten Karten im ganzen Deck, glaube ich. Ixidron. So wie das Ixidron ins Spiel kommt, verdecke alle anderen Nicht-Spielstein-Kreaturen, die ab sofort 2-2er-Kreaturen sind. Und Stärke und Widerstandskraft des Ixidrons sind gleich der Anzahl der verdeckten Kreaturen im Spiel. Das bedeutet also, gerade Philipps Commander wird jetzt zu einer 2-2er-Kreatur. Mhm. Deine Spielstein leider nicht, da komme ich ein bisschen spät. Aber... Ach, nicht Spielsteinkreaturen. Genau, das ist das Problem. Nice. Deswegen habe ich am Anfang erst gedacht, oh geil, damit kann ich alles fertig machen. Dumme bei dir auch. Das heißt jetzt was? Kannst du alle umdrehen und sind 2-2er ab sofort. Okay. Und dementsprechend wäre, wenn er resolved, ich weiß ja nicht. Mhm. Ja, ich spiele keinen Blau. Counter für kann ihn ich auch. Wäre es so, dass ich... Darf ich den umdrehen? Mhm. Ja. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann ist das jetzt ein 7-7er. So. Dann tappe ich einen Wald und ein weiteres. Und morphe meinen Aninok Überlebenskünstler mit Megamorph sogar. Das heißt, ich kriege eine Marke drauf, dann ist es jetzt ein 3-2er. Und wenn der Aninok Überlebenskünstler aufgedeckt wird, zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl, dann nehme ich dann deinen Bottich. Dann müsste, glaube ich, die Kreatur auch ins Exil gehen. Genau, ins Exil gehen. Damit ist er jetzt zwar nur noch ein 6-6er, aber finde ich trotzdem ganz nice. Ja. Und dann spiele ich noch die mannigfaltige Landschaft. Die mannigfaltige Landschaft kommt getappt ins Spiel, erzeugt ein farbloses Mana und ich kann 2 bezahlen und sie opfern. Durchsuche dann die Bibliothek nach bis zu 2 Standardkarten, Landkarten und die einen Landtyp gemeinsam haben, bringe sie getappt ins Spiel, mische dann deine Bibliothek. Also weiß ich noch nicht so richtig, ob das eine geile Karte ist, aber das war erstmal mein Move, Leute. Nice Move! Dann wollen wir mal. Du jetzt deinen Commander zurück? Ich glaube gar nicht. Ich glaube, der ist jetzt erstmal, den muss ich jetzt irgendwie sterben lassen. Wenn du mich jetzt angreifst, blocke ich damit, dann geht er in die Command Zone und dann. Geht er dann zurück in die Command Zone? Weil er ja, ist, ja. Ist ja jetzt noch ein Commander sozusagen. Ja, ja. Also sobald er stirbt, wird er ja quasi wieder ungedeckt. Würde ich mal sagen. Ich kann ihn mir auch auf die Hand schicken. Dann habe ich ihn auf der Hand, kann ihn wieder ausspielen. Also verdeckt ist er jetzt. Ja, das ist ja die Frage. Verliert der Stein jetzt seine Charakteristika? Also wäre er dann noch der als Commander oder ist der Commander sozusagen. Meta-Ebene. Nee, der ist jetzt gerade nicht Commander, sondern eine verdeckte Kreatur. Du hast aber dann würde er ja auch nicht mehr zurück auf seine Hand gehen, zum Beispiel. Oder in die Commander. Ich glaube, in dem Moment, in dem er getötet wird, also letzten Endes ist er ein Commander, nur dass er quasi dass die Augen verbunden und die Hände zusammengebunden hat. Das muss ja eigentlich ein typischer Fall sein. Dann spiel ruhig weiter. Also, ich spiele erstmal einen Wald. So, 3, 4,
4, wie viel geht das jetzt? 4, 8, 12, 13 Mana haben wir. Ich spiele erstmal. Vielleicht kann das hier nochmal unser Zecke Landsberg nochmal aufklären. 5 Mana, ich spiele Garuk der Urjäger. Der kommt mit 3 Marken ins Spiel und ich kriege einen Token. Ich kann einmal bevölkern. So, den packen wir erstmal hier hin. Ah, hier, da steht die Frage. Token ins Spiel gekommen, ich ziehe eine Karte. Dann haben wir noch 8 Mana. Ich würde sagen, er kommt wieder in die Zone. Ah, hier steht auch mal, es gibt einen genauen Regelpunkt, 903.3 heißt der. It will remain your commander. Das wäre ja auch fies, wenn du einfach so nach 2 Runden einfach mal keinen Commander mehr hast, weil einfach mal verzaubert wurde und damit komplett weg. Aber das ist eine echt häufig gefragte Frage auf jeden Fall. Ich spiele Tangard, erster Maat. Oh. Der kann nicht von mehr als einer Kreatur geblockt werden, immer wenn ein Gegner mit einer mehreren Kreaturen angreift. Und falls er getappt ist, kann ich den Gegner bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über Tangard übernehmen lassen. Falls ich das tue, bestimme ich einen Spieler oder Planeswalker, den der Gegner angreift. Tangard greift nämlich schon. Also in Kurzform, wenn Dome jetzt Florian angreift und der ist getappt aus irgendeinem Grund, dann kann der einfach mit angreifen gehen. Dann habe ich eine größere Kreatur gewirkt, ziehe eine Karte. Tim, kannst du mal auf die Karte gehen? Bitte? Und bekomme noch einen Token. Nehmen wir den hier. Die lege ich mal hier unten hin, weil sie noch Einsatzverzögerung haben. Und dann spiele ich zu guter Letzt Trostani. Nee, kann ich gar nicht. Kann ich gar nicht. Vorher blöd getappt habe. Eile heißt, dass die Kreatur ungetappt, also keine ohne Einsatzverzögerung. Das gilt übrigens auch fürs, genau, Tappen. Okay. Dann spiele ich eine Seelengießerei. Wenn die ins Spiel kommt, kann ich eine Kreaturenkarte aus meiner Hand ins Exil schicken. Die wird hier quasi, es ist im Prinzip fast wie so ein Bottich. Und ich kann jetzt immer einen Spielstein von der ins Exil geschickten Karte wirken. Und ich schicke einen Flammenrauschreiter ins Exil. Und das sind, wenn du ihn stellen willst. Der macht eben nochmal wieder einen Spielstein, wenn er angreift. Stapel ist im Weg. Dann habe ich gerade einen Zauberspruch gewirkt. Guck mal, ich habe hier noch einen Nashorn-Token. Sogar ein Foil. Wie kriegt man denn Foil-Tokens? Keine Ahnung, irgendwann mal irgendwo gezogen. Modern Horizons oder was ist das? Mhm, stimmt, den habe ich in einem Modern Horizons Booster gezogen. Kommt ein Token, ziehe ich eine Karte. Und Zecke reicht, Landsberg ist mein Nachname. Okay, Zecke. Dann greife ich mal an erstmal. Hat er nicht Einsatzverzögerung? Der hat Einsatzverzögerung. Das sind jetzt 5 Fünfer, 3 Stück. Genau, und 3 Fünfer und 2 Wurst. Okay, wen greifst du an? Wurstmänner. Greife ich an. Okay, du hast da nicht mehr so viel Mana, oder? Gar keins mehr. Ja, das ist doch wunderbar. Dann block ich doch mal mit dem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6er. Mhm. Block ich deinen 5er hier. Mhm. Ich bin fertig. Dann kriegst du noch 14 Damage. Dann drehe ich Garuk noch einen hoch, mache einen 3-3 Bestienkreaturen-Spielstein. Hier sind nochmal deine beiden. Ja, genau. Da müssen doch eigentlich auch welche dabei gewesen sein, oder? Ja. Und dann bin ich fertig. 3-3 Bestie.
So, dann kommt die ins Spiel. Ich ziehe wieder eine Karte. Hier haben wir eine Bestie. Bleibt es nicht ab 4-4 oder ist es echt ab 3-3? Immer wenn eine Kreaturstärke 3 oder mehr. Sehe ich schon, ja. Ziehe ich eine Karte. It's unbelievable. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 habe ich. 3 muss ich abwerfen. Übrigens, falls ihr Spaß am Commander habt, wir haben es schon erwähnt, Comic Culture hat, glaube ich, morgen ein Commander-Event in Braunschweig. Also wenn ihr Lust habt auf Commander, ihr könnt euch da auch direkt das Deck kaufen. Geht zum Comic Culture im Handelsweg in Braunschweig und spielt da eine Runde mit. Also kostet nichts, außer dem Deck natürlich, aber... 8. Kann ich 6-6er Karte Nomi sehen, bitte? Ich glaube, dass die Tokens liegen bleiben, egal ob andere Kreaturen sterben. Wo ist denn die 6-6er? Du meintest die Seele von Zendikar wahrscheinlich, ne? Das war der hier. Es ging vorhin um die Kombination aus... Ich hatte den ja hier drin. Und wenn ich mir jetzt mit dem Bottich der Nacherfunk einen Seele von Zendikar-Token mache, dann muss ich den Ende des Spiels ins Exil schicken. Wenn ich jetzt aber mir mit Bevölkerung noch einen Token aus dem Token mache, muss ich den dann auch ins Exil schicken oder muss ich nur den, ja, den wir hatten ja geglaubt, dass er nicht muss, ne? So haben wir es auch gespielt, glaube ich. Ja, naja, die Mimic Fett war dann so schnell abgerüstet, dass man gar nicht mehr dazu kam, es überhaupt rauszufinden. So, Nope, den der noch liegt, der mit XX auf... Ach so, meiner, Xydron, oder was? Mhm. Ja, ja. Die Token haben wir da auch liegen lassen, als der kam. Ja, genau, richtig. Die Tokens sind auch liegen geblieben. Also ja. Er hat immer noch weiterhin seine... Hier sind ja noch... Fünfer. Ja, mittlerweile, was, mittlerweile sind sechs. Ja. Was ich ziemlich nervig finde. Seine Tokens? Ja. Ja, damit kann er auch sowohl mich als auch dich in einer Runde platt machen. Ja. Also, die haben ja auch Trampel zum Teil. Also. Genau, die Nashörner trampeln alle. Ist Reno und Nashorn dasselbe? Ja, ne? Ja. Ich würde mal sagen, wenn sie dieselben Stats haben und so weiter, dann... Ja. Aber es ist ja auch eine englische Karte, also ja. Mhm. Nashorn. Nope, er kam doch als 7-7-Kreatur ins Spiel und wurde jetzt zur 6-6er, oder habe ich was übersehen? Ja, ist richtig, weil ich meinen Einok umgemorpht habe. Also der ist jetzt keine verdeckte Kreatur mehr. Damit habe ich ja seinen Bottich zerstört. Ich bin fertig, Dome, du bist dran. Okay. Von dieser Morph-Mechanik. Die Frage ist, ob du... Also du hast in der ersten Runde mit zwei gemorphten Kreaturen geblockt. Die Frage ist, ob du nicht Schaden durch hättest lassen müssen. Ne? Also der eine war ja ein Counter, den du jederzeit ausmorphen hättest können. Weiß ich nicht. Der und Chat meint, eigentlich bleibt er doch eine 7-7er Karte, oder? So. Nee, ich glaube, das ist immer der aktuelle Stand. Ja. Stärke und Widerkraftstand sind gleich der Anzahl an verdeckten Kreaturen. Ja. Sonst wäre es so, dass er, wenn er ins Spiel kommt, so viele Marken bekäme, wie es verdeckte Kreaturen gäbe oder so. Naja. Der ist jetzt immer aktuell. Wenn jetzt alle Face-Down-Karten sterben würden, würde diese Kreatur auch sterben. Ja, das ist richtig. Bringen Sie hier nicht auf falsche Ideen, Zecke. Gut, ich tappe einen davon, einen davon, einen davon und bringe den Grabtaster ins Spiel.
Wenn der Grabtaster ins Spiel kommt und falls seine... Achso, Moment. Können wir mitlesen? Falls seine Wahnsinnskosten bezahlt wurden, kannst du eine Kreaturenkarte aus deiner... wenn ich jetzt Wahnsinn, muss ich die dann nochmal extra zahlen? Ja. Okay, dann mach ich War das. Doch so, ne? Wenn die, du kannst die abwerfen und dann die Wahnsinnskosten zahlen? Naja, du wirfst sie ab. Also du musst den irgendwie in den Friedhof abwerfen. Achso, nur wenn ich die jetzt... Nur wenn du ihn abwerfen kannst, kannst du die Wahnsinnskosten bezahlen. Genau. Dafür ist also deine... Wenn du mehr als 7 Karten zum Beispiel hast, musst du eine Karte abwerfen. Das wäre so ein typischer Fall. Dafür ist deine Commanderin aber halt genau, gut, du hattest ne? ja deinen Commander, der dir ermöglicht, immer eine Karte abzuwerfen, wenn du das möchtest. Achso, okay. Dann... Hol ich nämlich die. Ich habe auch gerne noch zu einem Token gemacht hier. So, das heißt, dann habe ich also davon... Verdeckten. Mhm. So. Das war die einzige Karte, die so ein bisschen Morph-Mechanik mit reinbringt, die so richtig so... Boah, Morph! Puh! Mhm. Und dann bezahle ich damit jetzt nämlich hier die... Soll wohl ein Reprint sein von einer Karte, die super beliebt war. Die ist auch nicht schlecht. Wahnsinnskosten? So. Also die sorgt ja auch dafür, dass die Karten weg sind. Ne? Es gibt Karten, die packen alles in den Friedhof, aber da kriegt man es ja im Zweifel wieder zurück. Es gibt Karten, die schicken alles auf die Hand, das kriegt man wieder ausgespielt. Und da sind sie halt wirklich erstmal weg. Weil die ganzen, wenn du eine Nicht-Morph-Kreatur morphst, dann kannst du sie ja gar nicht aufmorphen. Du kannst sie ja nur töten oder auf die Hand schicken und dann wieder versuchen, wiederzukriegen. Das ist schon ziemlich geil. Gut, das heißt, ich habe jetzt die Karte abgeworfen. Hab die Wahnsinnskosten bezahlt, wenn der Grabtaster ins Spiel kommt, falls seine Wahnsinnskosten bezahlt wurden, kannst du eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus einem Friedhof auf die Hand ihres Besitzers zurückbringen. So, ja, das heißt, du spiel dich aus. Wie hast du den abgeworfen? Mit der Anja, die hat er jetzt. Genau, die hätte ich wieder rausgeholt. Aber die musst du casten, wenn du eine abwerfen willst, oder? Die musst du tappen. Ja, die musst du tappen. Okay. Geht nicht, ist Einsatzverzögerung. Ja. Hat aber Eile. Ach, deswegen dann geht's. Ja, dann geht's. Das macht auch wieder Sinn. Sehr gut. Nicht jetzt noch irgendwas, aber es ist ja unwahrscheinlich mit den Farben Schwarz, Grün, Blau, irgendwas mit Lebensverknüpfung hätte, aber ansonsten... Auch bei Schwarz ist das gar nicht so unrealistisch. Wie viele Handkarten hast du? Eine. So, du hast jetzt gerade was auf dort liegen alles? Ich habe hier 5 Token liegen, 5-5, ein 3-3er, nochmal eine 5-5er, ein 5-5er, eine 5-5er Kreatur. Gut, dann hole ich nämlich den Schinder der Hassgebundenen zurück. Und das war der, der dann 4 Schaden macht und der geht auf deinen Dreier. Mhm. Die arme Aber macht der nicht Schaden, wenn er aus dem Friedhof geht? Achso, der kam er ja. Kam aus, genau. Ja, sehr gut. Und jetzt macht das langsam Sinn bei dir auch mit der Mechanik. Und damit beende ich den Zug. Okay, dann enttappe ich mein ganzes Zeug hier. Ziehe eine hoffentlich gute Karte. Elementarer Bund. Immer wenn eine Kreatur mit Stärke 3 oder mehr unter meiner Kontrolle spielt, kommt sich eine Karte. Unangreifbare Tugend. Die Tokens, die ich habe, sind 1-1 Wachsamkeit und Lied der Weltenseele. Immer wenn ich einen Zauberspruch wirke, führe ich Bevölkern durch. Beides ziemlich scheiße, die beiden letzten sind richtig blöd. Ja, die letzte ist totale Scheiße. Ne? Für jede Kreatur, die ich mache, mache ich einen Token. Für, weiß ich nicht, wollte ich eine Nachhelfung für irgendwelche Rampe oder so. Dann tappe ich von jedem eins, spiele das Sultai-Amulett, das kennst du wahrscheinlich auch. Und zerstöre dann eben diese Verzauberung hier. Das ist schade, aber sinnvoll. Ja, aber irgendwie war es auch der geilste Move, den ich diese Runde machen kann. Ein Einser.
beziehungsweise Flo merkt, dass er jetzt gerade nicht spielen können. Das ist ja, die kennt ihr ja noch, zeige ich euch mal. Die ist ja jetzt wieder verdeckt. Kann ich die jetzt wieder morphen? Ja. Ja, geil. Das würde ich sagen. Kannst du eigentlich damit auch meine morphen? Ja, also wie morphen? Ja, dass meine einfach jetzt wieder umgedreht werden. Ja, das geht nicht, aber ich könnte eine von deinen, also von deinen wieder zurück auf die Hand holen. Mhm. Aber das funktioniert nur, wenn er aus dem Friedhof kommt. Was mache ich denn? Wir müssen ihn kaputt kriegen. Auf die Hand zurückbringen ist halt auch irgendwie nur so halb geil, ne? Was du machen kannst, ist, du kannst Token auf die Hand zurückschicken. Wenn du einen Token auf die Hand schickst, dann ist er tot, weil ein Token ist keine Handkarte. Ne? Wenn du, das ist im Prinzip wie ein Removal für einen Token, aber ich würde damit irgendwas anderes am Ja, also, ich würde überlege machen. Jetzt, aber da müsst ihr mir helfen. Ich überlege jetzt gerade, deinen Tangard hier wieder zurückzuholen. Frage mich aber, ob der dann trotzdem noch angreifen kann. Weil, ob er als neue Kreatur gilt oder als selbe, die nur gemorpht wurde. Der kann dann noch angreifen. Wenn der schon, wenn der schon lag. Dann mache ich das so. Dann zahle ich jetzt ein Wasser, ein Wald und ein weiteres. Wasser, Wald und ein weiteres. Hier, das da. Und dann morph ich den und hole dein Tangard wieder zurück. Okay. Und dann greife ich mit den dreien an hier. Und zwar dich, Philipp. Okay, der eine fliegt. Ach so, die ist ja ein. Der hat eine +1/+1-Marke, ne? Ja, das stimmt, genau. Der ist 3-2, das ist ein 1, 2, 3, 4, 5er. Also 5-5er. Nein, das sind 5-5er, oder was? Ja. Die beiden blocken? Ja. Nein! Was denn? Das ist der beste Move, den müssen wir eigentlich flippen, ey. Ich hab hier eine Hexerei, die kann ich nicht spielen. Warum nicht? Ja, weil es mit dem Kampf ist. Achso. Hexereien kann ich ja nur außerhalb. Das stimmt, spielen. Ja, das ist leider so. Ja, dann sage ich mal adieu. Allerdings. Die sterben beide? Ja, genau, der stirbt, weil er jetzt nur noch ein 5-5er ist. Ja, na gut. Dann sonst hätte ich auch einen Doppelblock gemacht. Hättest du ja dann nicht mehr machen können. Hast ja dann schon deklariert. Das stimmt. Wie blöd, ey. Wie blöd ich bin. Aber ja, wenn ich Hexerei vorher gespielt hätte, dann kriegst du aber trotzdem noch zwei. Ne? Mhm. Geil. Ja, jetzt stehe ich da mit heruntergelassenen Hosen. Aber volles Brett. Also nochmal zur Info, wegen den Tappen von mir, das war eine Wahnsinnskarte. Und wenn die Wahnsinn hat, dann kann ich ihn wieder enttappen. Ja, cool. das ist ja völlig abartig jetzt. Geil. Das ist Morph. Das ist der letzte Scheiß ist das. Kauft euch das bloß nicht, Leute. Das ist ja geil. Was mache ich denn jetzt? Ich spiele erstmal ein Land. Bevor ich vernichte. So. Ja, die Frage ist, kann ich das jetzt schon? Kriege ich das jetzt hin? Dieser Fastfoodladen, zu dem wir immer gehen, Dome, der hat 14 Stunden offen, oder wie ist das? Meine schon. So, was hast du da liegen? Einen 4-2er, einen 2-2er. Genau, einen 4-2er. Und ganz viele 2-2er. Ein 1-3er und. Wurstmännchen, du hast 18 live. Du kannst 2, 4, 6, 8 Schaden verhindern. Haben wir noch Zuschauer, Tim? Ja, wir haben noch Zuschauer und im Chat heißt es gerade, ich habe mir schon alle 4 Sets gekauft. Ich spiele Trostanis Abrechnung auf deinen 4-2er. Ja. Den schicke ich ins Exil und dann führe ich Bevölkern durch, bringe einen Spielstein ins Spiel, der eine Kopie ist. Oh, es zackt so dermaßen. Dieses Deck ist ja unfassbar gut. Dann greife ich. Du hast wie viele Landkarten? Landkarten? Handkarten. Eine. Eine. Und das ist diese Hexerei, ne? Ja. Dann greife ich die beiden Kollegen an. Ja. Und die beiden greifen Dome an. Ach, das geht auch? Man kann mehr geht leider gerade nicht. Ja klar, du kannst, die Angriffe kannst du immer splitten. Ach, ich dachte, man kann immer nur einen. Ich bin gerade darüber informiert, dass wir das Spiel falsch spielen. Denn ohne Bier und Pizza geht das nicht. Ja, gebe ich ihm recht. Bier haben wir hier noch stehen, aber wir müssen ja alle noch nach Hause fahren und so viel trinken, wie ich hier trinken möchte. Da komme ich wahrscheinlich nicht mal mehr in den Bus rein. Ja gut, ich muss ja blocken, aber der Trample... Damit du kannst ich nicht blocken, der ist... Ja, auch das noch. Und guck mal, die haben alle Wachsamkeit, das kommt ja auch noch dazu. Ich muss noch, dass ich die immer teile. Also bin ich bei minus 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mhm.
Minus 4, adios, Leute. Und was waren da jetzt für welche? Das waren zwei... Die sind 5-5 und trampeln. Das heißt, wenn du sie blockst, dann wird der Schaden, der über den Blocker hinausgeht, doch noch auf dich drauf gehören. Und die haben auch noch Wachsamkeit. Genau. Ja, dann geht's durch. Gut, dann kriegst du 10. Jo. Dann haben wir hier ein paar Token und dann machen wir jetzt mal ein bisschen was Perverses. Aber bevor du weitermachst, noch eine Frage. Ja. Wenn ich jetzt mit dem geblockt hätte, wenn du den nicht ins Ziel geschickt hättest, und er wäre gestorben, dann wäre er ja in den Friedhof gewandert und wäre dann ja wieder sofort zurückgekommen. Ja. Hätte ich dann auch im selben Zug noch einen anderen von dir damit angreifen können, anstatt den zu blocken? Nein. Okay. Also du deklarierst, also du meinst, wenn du damit geblockt hättest, dann genau, wäre er rein gegangen. Theoretisch, ich hätte jetzt geblockt, dann wäre er tot, aha, würde sofort zurückkommen, wäre dann 5-3, hätte ich dann einen anderen sofort abschießen können. Und zwar, ich deklariere die Angreifer und dann ist Sense. Mhm. Dann deklarierst du die Blocker und dann ist Sense. Mhm. Dann schlagen die sich gegenseitig auf die Schnauze, aber Angreifer und Blocker deklarieren kann man dann nicht mehr. Das heißt, deiner kriegt dann, geht weg, kommt zurück. Dann ist aber das Blocker deklarieren schon vorbei und deswegen kann er dann nicht nochmal neu als Blocker deklarieren. Okay. Dann würde die nächste Phase anfangen, dann wäre er wieder da und könnte ich dann schießen? Wenn du damit irgendwie sowieso schießen kannst, kannst du damit schießen. Okay, ja. Kannst du jederzeit. Also der würde schon in der Angriffsphase wieder, noch in der Kampfphase wiederkommen. Und wenn du schießen kannst damit, dann kannst du auch dann damit schießen. Du kannst ihn nur nicht nochmal als Blocker deklarieren. Aber Nicht als Blocker, sondern einfach nur, dass er, wenn er ins Spiel kommt, sofort schießen kann. Immer wenn der Schinder, der Haßgebunden oder eine andere Kreatur aus dem Friedhof ins Spiel kommt, fügt er bzw. einem Ziel deiner Wahl Schadenspunkt in Höhe seiner. Das geht. Ja. Also du blockst damit ein, dann geht der weg, kommt wieder zurück und dann kannst du auf den gleichen drauf schießen und dann ist der auch tot. Also das geht. Genau, das wäre die Frage gewesen. Die Karte hätten wir jetzt gut gebrauchen können, oder? Verhexen. Zerstöre 6. Ja. So, dann spiele ich zum Ende meines Zuges. Volles Erblühen. Und zwar tappe ich ein grünes und dann 2, 4, 6. Ich zahle ein grünes und ich zahle 6 mal X und dafür führe ich jetzt 3 mal Bevölkern durch. Das heißt, ich mache mir 3 Kreaturenspielsteine, die eine Kopie eines Kreaturenspielsteins sind. Ich kriege nochmal 3 von diesen 1. Ich habe nochmal eine Verständnisfrage. Hier steht, ein Spieler deiner Wahl bringt alle Kommandeure, die er kontrolliert, aus dem Spiel in die Kommandozone zurück. Wie viele Kommandeure kann man denn haben? Man kann auch 2 haben, die sind dann gepaart. Kann man das so machen oder braucht man da Spezialkarten für? Da braucht man einen Commander, wo drauf steht, dass dieser Commander Partner haben kann mit einem anderen Commander. Okay. So, und dann habe ich einen Zauberspruch gewirkt, dadurch bevölkere ich nochmal und dann sind gerade 1, 2, 3, 4, 5 große, dicke Kreaturen ins Spiel gekommen. Wir drehen Garuk einen hoch, dann kommt gleich noch Nummer 6 dazu. Dann also wenn du noch mehr Kreaturen reinbringst, dann wandern deine Karten schon hier sowieso zu mir rüber. 4, 5, 6. So, und dann muss ich ordentlich discarden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Karten. 5 muss ich discarden. 1, 2. Ist Flo jetzt tot? Ja, Flo ist tot. 3. Aus der Regie hört man das 4. Lachen. Und das ohne Mikrofon. Oh, was ist denn das? Ach, guck mal, das ist die Win-Option. 1, 2, 3. 4, ich glaube, ich hatte auch 6, ein bisschen Pech. Hier 8, sind ja echt 4, noch gute Karten dabei. Aber gut, dann Dome, bist du dran. Okay. Hast du jetzt nicht angegriffen? Doch, angegriffen. Wieso? Ich habe doch gerade... Das ist noch der Zug, in dem ich euch beide angegriffen habe. Ach was. Dich totgehauen. Okay. Danach habe ich mir noch ein paar kleine Token gemacht. Es gibt noch gute Karten hier drin. Ich weiß auch nicht. Also. Ah, Maska. Schön. Hast du eigentlich gerade irgendwas getappt? Meine Länder sind alle getappt, ja. Ansonsten, meine ganzen Angreifer musste ich ja nicht tappen und davon ab habe ich nichts benutzt. Zecke, sehr schöner Kommentar. Dann beende ich meinen Zug. Gut.
Ja, dann machen wir es jetzt kurz. Ich enttappe, ich ziehe. Es sei denn, du hast jetzt irgendeinen Scheiß. Ich habe jetzt echt das Gefühl, ich habe echt Pech gehabt mit den Karten. Sehr ärgerlich. Ja, Domo, dann greife ich dich an mit allem. Ja. Außer mit den beiden. Da die Trampelschaden machen, ist es vorbei. Wieso hast du gefragt, wie viele getappt sind? Na, ich hätte halt eine Hexerei gehabt, dann hätte ich zumindest eine getappte noch kaputt machen können. Ja, das Problem ist ja, seine ganzen Viecher werden ja noch nicht mehr getappt. Stimmt. Der Wachsamkeit, also. Guck mal, nochmal eine Frage. Ich glaube, ich würde nämlich für die nächste Runde, die wir nicht mehr heute spielen, keine Sorge, würde ich meinen Commander durch den hier austauschen. Was hältst du davon, Philipp? Durch wen? Halte ich persönlich für den stärkeren Commander. Ja. Und was mir besonders gut gefällt, ist, die Fähigkeit erfordert gar kein Tappen. Das heißt, ich kann sie ja mehrfach pro Runde einsetzen. Also ich greife an, bin 7-5er und dann morphe ich in irgendeinen anderen, also morphen ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Er verwandelt sich in einen anderen, der Erschlag hat zum Beispiel. Ja. Und das ist doch mega gut. Das ist doch ein absolut krasser Commander, oder irre ich mich? Ja, das ist nicht schlecht. Kommt halt drauf an, was da so an Kreaturen liegt, ne? Ja, obwohl er als Einzelkreatur an sich ja auch schon krass wäre, ne? Wahrscheinlich. Ja, genau. Die Frage ist halt, also der ist ein guter Commander, aber ich weiß nicht, ob er in dem Deck mit den ganzen gemorphten Kreaturen so gut ist. Na gut, ich hatte jetzt insgesamt 3-4 Morph-Kreaturen, also... Also den müsstest du dann vielleicht eher in ein Deck reinbauen. Also der ist, wenn du ein Gegenüber hast, der spielt ein Deck mit, immer wenn die Kreatur angreift, dann, das wäre zum Beispiel, da wäre er total mächtig. Ne? Es gibt zum Beispiel, wenn dein Gegner Eldrazi spielt und immer wenn der angreift, dann muss der verteidigende Spieler 3 bleibende Karten opfern. Und du machst den zu so einem. Das ist aber relativ speziell. Ich finde deinen Commander nicht schlecht, weil du die meisten Morph-Kreaturen konntest du ausspielen, ohne Mana dafür zu tappen. Das ist ja auch lächerlich, wie wenig ich davon hatte. Also. Ja, du hast relativ häufig mit den kleinen Morph-Männchen geblockt. Einmal. Ja? Ja, einmal. Da sind so 2 gestorben. Ansonsten habe ich durchgelassen, habe dann gemorpht und dann die Kreatur zurück auf deine Hand gebracht. Also gut, okay. Das war eine lange Runde, ne? Das war eine lange Runde. Mhm. Kann ich gar nicht in Relation setzen, ehrlich gesagt, aber... 2,5 Stunden haben wir geschafft. Ja, sehr gut. Also ob das jetzt lang ist für eine Commander-Runde, meine ich, weiß ich nicht. Aber hat Spaß gemacht. Ich bin ein bisschen frustriert, aber bei 100 Karten ist es halt einfach so, du hast zwangsläufig jedes Mal ein anderes Spielerlebnis. Mhm. Und bei mir kam einfach, das Deck hat sich überhaupt nicht ausgespielt, die Mechanik hat sich nicht ausgespielt. Bei Dome war es auch so, da konnte man erahnen, was möglich ist, wenn man diese Madness-Mechanik mit der Kommandeurin da zusammenpaart. Aber ja. Bei Philipp hat es ab der ersten Runde fast schon angefangen, so Ramp, Ramp, Ramp und so weiter. Und dann hat alles geklappt und er hatte so krasse Karten. Also hätte ich diesen Wipe, Board Wipe nicht irgendwie gespielt, wären wir viel früher schon tot gewesen. Also. Ja. Also bei Dome war es halt so, dass da relativ, also du hast viele Karten gleich hart gecastet und sie gar nicht Madness gespielt. Ne, du hast die Kommando. Genau, weil ich es konnte Zeit zu dem Zeitpunkt. Der Chat hat da auch noch was Gutes zugesagt. Aber man hat schon gesehen, dass Philipp auf jeden Fall Erfahrung hat. Ja. Okay. Immer wenn sie das schön ist. Ja, haben wir auch gerade schon gesagt. Wir wollten es halt heute machen, weil heute die neuen Commando-Decks rausgekommen sind. Aber natürlich hast du völlig recht. Freitags ist eigentlich ein denkbar schlechter Tag für Magic-Übertragungen, das stimmt natürlich. Müssen wir mal gucken, also wenn wir das, wir haben das jetzt zum dritten Mal gemacht, das erste Mal mit Commander. Ich kann mir auch vorstellen, ehrlich gesagt, ich finde das fast interessanter als, also Commander finde ich interessanter als Sealed, was wir sonst immer gespielt haben, oder? Was meinst du? Ist auf jeden Fall mal was anderes, weil ich kenne es ja aus dem Online-Spiel bisher auch nicht. Genau, das gibt es ja auch bei Arena zum Beispiel nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass wir das nochmal machen, in jedem Fall, aber dann auf jeden Fall nicht am Freitag. Das Problem ist bloß, von unserem Sendeplan, wir haben montags eigentlich immer die Retro-Games, wir haben mittwochs kleine einstündige Sendungen, nämlich mit dem Quiz und Taste Buddies oder was auch immer. Und am Freitag sind unsere langen Shows, die über mehrere Stunden gehen. Deswegen ist es natürlich eigentlich immer, Freitag ist prädestiniert dafür oder wir müssen unseren Sendeplan halt deutlich umstellen. Aber in dem Fall macht es einfach nur Sinn.
natürlich das an einem anderen Tag zu machen, weil ich auch gerne zu Friday Night Magic gehe. Und da müssen wir uns dann natürlich, wenn wir darüber nachdenken, nochmal zu spielen, das anpassen. Was sagt ihr? Kann man wiederholen, oder? Das hat ja Spaß gemacht. Bin ich gerne nochmal dabei. Ja. Ja, sehr gerne. Und ich habe ja auch gehört, dass gerade dieses Commander auch hier in Braunschweig sehr verbreitet ist. Das auf jeden Fall. Zu den meistgespielten Spielmodi gehört. Man kann vielleicht das nächste Mal einfach zusehen, dass man noch einen vierten Mann rankriegt und dann spielt man Two-Headed Giant. Ah, das mag ich nicht so. Dann spielt, ah ja, das ist, könnte dahingehend für Fairness sorgen, als dass immer einer, der es ein paar Jahre macht, mit einem Anfänger zusammenspielt. Und dem dann auch ein bisschen. Also das Ding ist halt auch, wenn man Two-Headed spielt, ich habe da super viel gelernt, weil ich das eben mit besseren Spielern gespielt habe und die mir dann gesagt haben, mach mal das so und so und so und so. Ne? Da wird man anders gecoacht, als wenn man für sich alleine da sitzt und eigentlich niemandem seine Karten zeigen will. Klar, ich muss aber dazu sagen, dass wir haben das beide gespielt, genauso wie du es gerade beschrieben hast beim Comic Culture, mit zwei sehr erfahrenen Spielern. Eigentlich hat es, also mir hat es nicht so viel gegeben, ehrlich gesagt, weil man das Gefühl hatte, da passiert sehr viel, aber man kommt gar nicht hinterher und im Grunde spielen trotzdem nur zwei Spieler gegeneinander. Du bist so Beiwerk, was irgendwie Kanonenfutter darstellt. Mhm. Ja, das war so ein bisschen nach dem Motto, ich spiele jetzt das aus mit das und der Kombi und der Kombi und jetzt das. Und du mach mal das und das und dann... Und dann hältst du da deine Karte und dann steht da, was heißt denn eigentlich Eifer? Ja, also ne, so diese absoluten Basics dann halt einfach. Ich fand das so, wie wir es jetzt gemacht haben, eigentlich ideal. Ein Erfahrener, der so Tipps und so weiter gibt, aber auch irgendwie das durchzieht, fand ich schon sehr gut. Jetzt stellt noch hier Zecke die Frage, unser Deckfazit. Das kommt, dann machen wir gleich nochmal zum Schluss. Ich würde es genauso weitermachen, auch gerne mit einer vierten Person dann am Tisch. Müssen wir gucken, wie wir uns dann hinsetzen würden. Aber wenn wir zu viert Multiplayer spielen, dann dauert es natürlich noch länger. Ne? Ja, aber wir sind ja dann auch schneller, weil wir unsere Decks halt kennen. Mhm. Ne? So. Und ich glaube, das geht schon in Ordnung. Mit vier Leuten könnten wir es beim nächsten Mal probieren. Deckfazit. Ich muss sagen, das Deck von Doma hat nicht ganz funktioniert, aber ich fand die Mechanik sehr interessant und er hat sehr coole Karten dabei gehabt. Also es hat auch Spaß gemacht. Bei mir, weil du gerade gesagt hast, ich habe viel hart gecastet, was halt auch einfach ein bisschen daran gelegen hat, dass sehr viele Karten gar nicht Wahnsinn hatten. Sondern das waren halt einfach gefühlt 5 Karten von allen, die ich ausgespielt habe, die diese Mechanik hatten. Und jetzt habe ich einfach mal geguckt, die wären alle erst tiefer in der Bibliothek drin gewesen. Bei mir auch, ich habe ganz viele Morph-Karten sogar gesehen. Man muss dazu sagen, deine Mechanik ist die, die am einfachsten aktivierbar ist, ne? Weil du brauchst nur eine Karte und sie aktiviert sich jede Runde. Wir aktivieren ja immer nur auf die passenden Karten. Mhm. Und deswegen bei Dome, die Einzelkarten von Dome haben mir sehr gut gefallen. Also gerade dieser Greven auch zum Beispiel oder diese Verzauberung, die dann den Schaden raushaut, ist schon sehr, sehr cool gewesen. Bei dir hatte ich den Eindruck, jede Karte war cool, ehrlich gesagt. Da gab es keine, wo ich sage, so, naja. Ich hatte aber auch großes Glück mit dem Ziehen. Ne? Also bei dem Deck sind zwei andere mögliche Commander mit dabei. Die habe ich beide gespielt. Und die sind natürlich beide total alleine wichtig. Dieser auch. Erste Commander mit dieser 4-5er da, oder was das war. Alter, wo du dann meine Kreaturen gegen die von Dome laufen lassen kannst, den musste ich dir wegnehmen. Der ist ja so stark und du spielst so früh im Spiel. Der ist unglaublich frech, weil er eben unterm Strich nur 4 kostet. Ne? Was schlimm an ihm ist, ist halt, er kostet 3 verschiedene Farben. Aber wenn du eben eine Landbase hast, mit der du das machen kannst, dann hast du in Turn 3 oder 4 hast du den draußen. Mhm. Und dann ist es schon... Und dann drehst du einfach alle anderen Spieler gegeneinander. Ja, das war krass. Und dass er 5-4 ist halt auch krass. Ne? Wenn er 2-2 wäre oder so geschenkt oder 1-1, aber 5-4 ist dann halt auch wirklich. Dementsprechend nehme ich mal deine Antwort. Du hattest Spaß beim Spielen. Ich hatte Spaß. Deck. Ich bin aber grundsätzlich, ich spiele total gern grün. Also meine Lieblingsfarbe bei Magic, jede Farbe hat ja so ein bisschen so eine Identität. Auf jeden Fall. Ich liebe grün. Ich mag Rampe, Länder und dann große, dicke Kreaturen und ein paar Synergien. Und da stehe ich drauf. Deswegen, mir hat es großen Spaß gemacht, das Deck, muss ich sagen. Das war schick. Und mir hat der Abend aber Spaß gemacht. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Mein Deck hat mir nicht so viel Spaß gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich hatte erstmal sehr viele Länder, also hatte wirklich übermäßig viel Land. Und zwei Karten haben jetzt irgendwie dieser Boardwipe einmal und dann dieser Ixidron. Das waren schon Karten, wo ich gesagt habe, okay, so mit denen kannst du spielen. Mhm. Aber ansonsten, du morphst sie halt um und dann ist es halt, bring eine Karte zurück auf die Hand ihres Besitzers und du weißt, nächste Runde ist sie sowieso wieder da und dafür hast du dann 2-1er liegen. So,
Ja, aber dafür muss der andere halt auch das Mana ausgeben. Also dieses bringt eine Karte zurück auf die Hand. Aber in dieser Runde, wo wir alle eine richtig krasse Mana-Base hatten, war das eigentlich eine Runde verzögert. So. Und das Deck an sich macht, glaube ich, schon Spaß. Ich habe ja gesehen, was auch noch drin ist. Deswegen bin ich gespannt auf die nächste Runde damit. So ganz abschreiben möchte ich es noch nicht, aber das Populate-Deck von dir hat mir sehr gefallen, von den Karten her klasse. Vor allem hatte ich den Eindruck, Doma hatte sehr coole Einzelkarten. Du hattest einfach Karten, wo du das Gefühl hast, da greift ein Zahnrad ins nächste. Ja, das Energieeffekt war halt extrem. Ja. Die Sache ist, ich habe aber auch gezogen wie ein Irrer. Ne? Ich hatte ab dem dritten Turn hatte ich, glaube ich, die Verzauberung draußen. Immer wenn eine große Kreatur kommt, ziehe ich eine Karte. Und ich hatte ja permanent mindestens 7 Handkarten. Ich habe ja fast in jedem Turn am Ende abgeworfen, während du ganz lange mit einer Handkarte rumgetigert bist. Das war, glaube ich, also es lief auch, glaube ich, gerade überdurchschnittlich gut, dieses Deck. Das muss man sagen. Ich glaube, da kann man auch noch Tage mit erleben, wo man irgendwie ganz viele Länder hat und eine Riesenkreatur, die legt man hin, die wird abgerüstet und dann passiert nichts weiter. Dass du gar nicht zum Zug kommst, diese Synergieeffekte auszuspielen. Aber jetzt gerade waren einfach die richtigen Synergien haben genau ineinander gegriffen. Und da hat es einfach gepasst. Gut, damit wollen wir auf jeden Fall den Abend beschließen. Vielen Dank fürs Zuschauen an die Leute, die dabei waren, auch an die Leute, die gefollowt haben, also jetzt hoffentlich regelmäßig dabei sind. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Wann wir das nächste Mal Magic spielen, könnt ihr entweder unserem Programmplan entnehmen oder Facebook natürlich, da haben wir es heute auch gepostet. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht auch mal an so einer Paper-Runde, vielleicht im Comic Culture in Braunschweig, wer weiß. Zecke, kommst du aus Landsberg oder kommst du irgendwo aus der Gegend? Ja, der meinte, Landsberg ist sein Nachname, genau. Ach so. Schönen Abend euch noch, sagt er schon mal. Also sehr guter Zuschauer. Sehr guter Zuschauer, ja. Ja, kommt aus Landsberg am Lech. Das ist in Bayern, glaube ich, ne? Okay, dann freut es uns umso mehr, dass du auf jeden Fall bei uns gelandet bist. Sehr schön. Und erzähl's weiter und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und insofern sage ich vielen Dank, dass ihr dabei wart auf jeden Fall. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao, bis dann. Ciao, ciao.